dieses schöne Bildchen hier ist gemeint als Symbol. Wir werden ja, oder wir haben auch schon hier ganz viel über Autarkie und so viel Hektar Land und was man da alles tun und machen sollte. Ich denke aber, dass viele hier sitzen, die sagen, schön, was mache ich in meiner Dreizimmerwohnung und Balkon? Ich habe keine zwei Hektar. Was tut derjenige? Der Vortrag, oder sagen wir mal, die Tipps, die ich jetzt gebe, sind natürlich schon etwas, wo ich einschränkenderweise sagen muss, es ist nicht so leicht in der Stadt, aber es ist auch nicht aussichtslos. Das, was ich jetzt vortrage, ist nur ein kleiner Teil, weil wir so viel Zeit nicht haben. Ich mache jetzt nur zwei Punkte, Essen und Trinken, und das ist schon sehr weit. In der Tat gibt es da noch mehr Punkte. Das, was Frau ist, werden wir heute wahrscheinlich nicht schaffen. Die Tipps, die da kommen, sind Hilfen. Damit kommt man schon mal relativ weit. Eine Autarkie in der Stadt ist praktisch nicht möglich. Aber es ist schon viel gewonnen, wenn man weiß, was man tun kann. So, also wir beschäftigen uns mit den Grundbedürfnissen Trinken und Essen, weil die erstmal die allerdringendsten sind. Denn da brauchen wir in allererster Linie Wasser. Die meisten, die Vorräte anlegen, machen sich eigentlich wenig Überlegungen darüber, wie sie was zu trinken kriegen. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn tatsächlich die Situation eintritt und die Systeme runterfahren? Wenn es wirklich den großen Crash gibt, was passiert dann? Dann brechen die ganzen Logistiksysteme erstmal zusammen. Es gibt keinen Strom, es gibt keinen Verkehr mehr, keine Logistik. Wenn der Strom zusammenbricht, gibt es auch keine Tankstellen mehr. Es gibt nur 2% an Tankstellen in der Bundesrepublik, die Notstromaggregate haben. Und die müssen bevorrechtigt Polizei und Hilfsdienste beliefern. Der normale Mensch kommt nicht mehr an Treibstoff. Ohne Diesel, ohne Treibstoff und so weiter, bricht aber auch alles zusammen, was Pumpen, Generatoren und so weiter betrifft. Es gibt eine Studie des Instituts für Technikfolgenabschätzung, die ziemlich genau beschreibt, was passiert, wenn in Europa bzw. Deutschland der Strom ausfällt. Die ist dramatisch. Einfach mal eingeben bei Google, Institut für Technikfolgenabschätzung, Stromausfall. Jeder Horrorfilm ist kalter Kaffee dagegen. Sie sitzen also jetzt in Ihrer Wohnung. Der Strom fällt aus. Kein Leitungswasser, keine Klospülung, kein Strom. Was machen Sie? Möglichkeit 1, Sie haben einen Plan, einen Notfallrucksack und Sie hauen ab. Das müssen Sie aber, wenn, sofort tun. Denn in kürzester Frist sind die Straßen blockiert. Wenn die Deppen auch merken, oh, hier wird es unangenehm, sind die Straßen verstopft. Was haben denn die Leute dann in ihrem Auto? Das, was sie für besonders wertvoll halten. Und wen zieht das an? Diejenigen, die es haben wollen. Sie können in keiner blöderen Situation sitzen, als in einem Auto mit Bargeld, Schmuck, Gold, Silber und Essen und nicht vorwärts und nicht rückwärts kommen und die Scheiben eingeschlagen bekommen. Also das alte englische Sprichwort, if you panic, panic first. Oder sie verrammeln sich in ihrer Bude. Es gibt sehr viel Erfahrung aus anderen Ländern, wo solche Zusammenbrüche passiert sind. Also ein Beispiel, so wie wir es wahrscheinlich auch erleben werden, ist Argentinien 2001, 2002. Erstaunlicherweise ist man in einem Mehrfamilienhaus relativ sicher. Wenn Sie also eine ordentliche Wohnungstür haben, die man so leicht nicht aufbekommt und nicht gerade im Erdgeschoss sitzen, sind Sie da ganz gut aufgehoben. Denn es gibt nur einen Zugang zu dem Haus, das ist der Eingang. Und das ist auch die einzige Fluchtmöglichkeit. In dem Moment, wo sich das rumspricht, dass es unsicher wird, tun sich die Hausbewohner schon zusammen.
Und Eindringlinge kommen so schnell nicht mehr raus, wenn man unten die Tür verschließt. So unsicher ist man in der Stadt gar nicht. Es gibt einige Vorteile in der Stadt. Und die werden wir jetzt mal hören und was man tun kann. So, also in erster Linie, wir haben eine Situation, die überhaupt nicht mehr lustig ist. Und man braucht in erster Linie Wasser. Wasser kann man A bevorraten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, nämlich mit Kanistern, mit PET-Flaschen. Sehr lustig gibt es also auch übers Netz den sogenannten Waterbomb. In Österreich gibt es eine Firma, die den aus den Staaten vertreibt. Das ist eine Art riesige Plastiktüte mit einem Auslassventil, was genau in die Badewanne passt. Waschen tun Sie sie sowieso dann nicht mehr. Aber Sie haben da bis zu 200-300 Liter Vorrat. Oder Sie nehmen so große, Sie lagern so große Kanister, wie man sie für Sprudler oder für so, wie heißt das, so Wasserzapfstellen hat. Aber wie gesagt, man muss das auch lagern können. Und da ist die Badewanne gar nicht mal so dumm. Und das Zeug ist dann auch wirklich mit diesem Ventil so abgeschirmt und dicht verpackt, dass da auch nicht irgendwelche Fische drin rumschwimmen nach einer Weile. Dann gibt es noch einiges zu beachten. Ich gehe da relativ schnell durch, sonst können wir nämlich nicht bis zum Ende bei Essen trinken. Man muss das Wasser auch keimfrei halten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, denn verschmutztes Wasser ist hochgradig gesundheitsgefährlich. Das hat man jetzt festgestellt bei der Überschwemmung, die gerade eben stattfindet. Da haben Leute dann auch, da kam sogar noch Wasser aus dem Wasserhahn und damit haben die sich die Zähne geputzt und schon hatten sie Durchfall und Erbrechen. Das geht ganz fix. Man muss sehr darauf achten, auch wenn jetzt zum Beispiel Mikropur und MMS und was es alles gibt, nicht unbedingt lecker oder wahnsinnig gesund ist. Es ist immer noch besser, als Sie kriegen Hunger und Cholera. Sie müssen das Wasser keimfrei halten. Wenn Sie sich damit auskennen, ist kolloidales Silber hervorragend, weil es sogar noch gesund ist. Das hat man früher übrigens im Wilden Westen gemacht, wo es nicht überall Wasserquellen gab. Wenn man also einen Wasserbehälter hatte, hat man einen Silberdollar ordentlich geschrubbt und geschnürgelt und den Silberdollar in das Wasser geschmissen. Dadurch wurde das sehr viel länger haltbar. Also eine Silbermünze anzuhauen und in das Wasser zu tun, ist eine Notlösung, die auch funktioniert. Dann, sobald dieser Behälter weiß oder halbwegs durchsichtig ist, muss er dunkel gelagert werden, sonst haben sie Algensuppe. Das ist auch nicht besonders gut. Und dicht verschließen, damit keine Bakterien reinkommen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Wasser zu finden. Stadt, Teich, Fluss, Pfützen, Swimmingpools, was es so alles gibt. Das Problem ist, das ist nicht sauber. Wenn Sie einigermaßen da durchkommen wollen und nicht ziemlich viel Aufwand treiben, sollte man sich vor der Krise Filter beschaffen. Die sind natürlich am praktischsten. So ein einfacher Katalynfilter kann bis zu 50.000 oder was Liter Wasser durchziehen, bevor der verbraucht ist. Da müssen Sie schon einigermaßen viel trinken. Und da können Sie fast jedes Wasser durchjagen. In der Krise bekommen Sie das nirgendwo. Also wenn Sie sowas wollen, müssen Sie sich vorher anschaffen. In der Krise Feierabend. Ja, ja, er da hinten hat es. Ich glaube, draußen ist auch noch ein Stand. Die haben auch sehr viel, was da praktisch ist. Ich erkläre jetzt nicht die Funktionsweise dieser Filter. Das liegt dann dabei. Da kann man sich informieren im Internet. Ich verkaufe sowas auch nicht. Aber darüber sollte man sich informieren. Wenn gar nichts nützt, und dazu bin ich ja hier da, man hat das alles nicht, gibt es auch Bordmittel, die man dann sich einfallen lassen kann. Als da wären, sehr gut und der Mercedes unter den selbstgebauten Bordmitteln ist die Sandfiltration. Damit machen wir im Prinzip im kleinen Format das, was Wasserwerke auch machen, Uferfiltration. Das heißt, das Wasser sickert durch verschiedene Schichten und das, was dann rauskommt, ist relativ sauber oder sehr sauber. Blöderweise hat hier beim Umkonvertieren ist die
ganze Formatierung hier ein bisschen verrutscht. So kann man Sandfilter also auch herstellen. Man braucht also ein relativ großes Gefäß mit etwa 1 Quadratmeter Oberfläche, wo oben das Wasser reinkommt, Deckel drauf, damit keine Verschmutzung dazukommt, und unten muss es ablaufen können. Es wird sich zeigen, was man dann findet. Der Deckel muss undurchsichtig sein, um Algenwachstum zu verhindern. Und dann gibt es eine bestimmte Art der Befüllung, damit das auch funktioniert. Unten 10 cm Kies, am besten darüber Geotextil, wird man wahrscheinlich nicht auftreiben können, also mehrere Lagen Stoff. Darauf Sand. Am besten ist feiner weißer Quarzsand. Also es gibt so ein Zeug, das heißt Schluff, das ist so ein Dreckmehl, sollte er nicht enthalten, sonst wird das Wasser nicht sauber. Also es sollte schon richtiger Sand sein. Und dadurch muss man das Wasser laufen lassen. Was unten rauskommt, ist fast komplett rein. Man kann nochmal sicher gehen, indem man es abkocht. Das entfernt Schwebstoffe, das entfernt Mikrobakterien und Organismen. Das ist schon sehr, sehr gut. Dann gibt es die Möglichkeit des Abkochens. Das desinfiziert das Wasser. Das heißt, man hat keine Krankheitskeime mehr drin. Gift, Schmutz, Schwebstoff, Dreck bleibt natürlich drin. Vom Kochen geht das nicht weg. Das trinken Sie nach wie vor mit. Man kann dann nach dem Abkochen das noch durch Kaffeefilter, Stofffilter laufen lassen. Das holt dann auch wieder viel raus. Aber chemische Bestandteile, die im Wasser gelöst sind, sind dadurch nicht zu entfernen. Das muss man auch sagen. Die bleiben vielleicht ein Teil davon noch in dem Stoff hängen, aber sie sind noch drin. Dann gibt es noch die allereinfachste Methode, wenn die Sonne scheint, wenn man gar nichts anderes hat, das Wasser in Glasflaschen zu tun oder PET-Flaschen und in die Knallsonne zu stellen, mindestens 8 Stunden. Damit sind auch Krankheitserreger durch die UV-Bestrahlung tot, aber auch da bleiben die Schwebstoffe und chemischen Gifte im Wasser. Darüber muss man sich im Klaren sein, man sollte das dann noch filtern. Sonst haben Sie das auf jeden Fall drin. Das sind aber zumindest mal Methoden, mit denen man sich in der Not helfen kann und eben nicht sofort flach liegt mit Durchfall, Erbrechen, Infektionen und so weiter und so weiter. Denn das ist sehr, sehr wichtig in der Krise. Sie müssen gesund bleiben. Sonst sind Sie aufgeschmissen. Sie bekommen keinen Arzt und keine Medikamente. So, jetzt fangen wir an mit Essen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, Vorräte anlegen, Nahrungsmittel beschaffen oder Nahrungsmittel selbst erzeugen. Denn das da gibt es da nicht. Wenn Sie reinschaffen und nicht die Ärzte sind, sieht das nämlich so aus. Und wenn Sie nicht ganz schnell kommen, sieht das so aus. Da ist nichts mehr. Und wer in die Geschäfte einbricht, kann das nur in den ersten Stunden tun. Das haben wir in London gesehen, letztes Jahr im August. Plünderer werden sofort festgenommen und in solchen Bedingungen auch liquidiert. So, jetzt gibt es viele, die, wenn man mit ihnen drüber reden, sagt, ja, gut, Vorräte, gut und schön, aber die reichen ja auch nicht ewig. Das ist richtig. Der Wert von Vorräten in so einer Situation besteht nicht darin, dass man denkt, man könnte für immer davon leben. Der Wert von Vorräten in dieser Situation besteht zuallererst einmal darin, dass sie nicht raus müssen, um ihr Essen zu kämpfen. Das ist der wahre Sinn eines ersten Vorrates. Denn was passiert, wenn es nichts mehr gibt? Irgendwann in den ersten 3 Tagen rückt das technische Hilfswerk und die Bundeswehr aus mit Lastern und verteilt Essen von den Lastwagen. Wer steht denn da an der Rampe und holt sich das? Brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Das sind natürlich die kräftigsten jungen Männer, die mit den skrupellosesten Methoden sich ihren Weg nach vorne bahnen. Das sind nicht die braven Mütter, Familienväter und alten Leute mit deutschem Pass. Das ist klar. Das heißt, sie müssen sich einen Kampf stellen. Das ist gefährlich. Sie sind nicht so skrupellos wie die, die sich nach vorne den Weg bahnen. Sie sollten da nicht dabei sein.
Das heißt, ihre Vorräte, die sie haben sollten, helfen ihnen über die ersten Wochen hinweg, auf jeden Fall mindestens die ersten Wochen. Dann wird man für Ordnung sorgen und mit drakonischen Strafen verhindern, dass Plünderungen und Tätlichkeiten das tägliche Bild bestimmen. Dann können sie wieder raus. Wenn sie das überstehen zu Hause, haben sie schon halb gewonnen. Wir reden jetzt hier nicht über beschauliches Leben auf dem Lande, wir reden jetzt über die wirklich harte Situation in der Stadt, wenn sie noch drin sind. Und da müssen sie Vorsorge tragen, dass sie nicht in die Auseinandersetzungen um das Überleben geraten. Und die sind in den ersten 3 Wochen brutal. Bekanntermaßen auch eine Erfahrung aus Argentinien und anderen Krisenstädten, also Städten, in denen wirklich eine Krise stattgefunden hat. Da laufen verzweifelte, wütende Leute durch die Straßen. Und wenn der Mensch wütend ist und wenn er Hunger hat und wenn er zornig ist, tut er viel. Und dann gibt es auch so schnell jemanden, der Ordnung herstellt. Das braucht eine Weile. Da wollen sie nicht reingeraten. Also, Vorräte zu haben, ist nicht albern und nicht sinnlos, sondern es ist eine Überlebensgarantie für die erste Zeit. So, was bevorraten Sie denn? Also, wer sich jetzt hinstellt und 300 Kilo Linsensuppe in Dosen speichert, dem wird es nicht sehr gut gehen. Lernen Sie, mit Vorräten umzugehen. Bevorraten Sie Sachen, die Sie auch wirklich essen, die Sie auch essen mögen. Eine komplette Umstellung Ihrer Ernährungsgewohnheiten, ausgerechnet unter den nervlichen Belastungen einer Krise, ist nicht gesund. Sie sollten zumindest das, was Sie da haben, auch mögen. Es ist auch ganz wichtig, in einer Krise nicht schon bedient vor dem Fraß zu sitzen, den Sie notgedrungen runterschwingen müssen. Das verdirbt die Laune so richtig. Bevorraten Sie Dinge, die Sie im Zweifelsfall auch essen wollen. Dosen sind nicht schlecht im Prinzip, denn die haben den Vorteil, dass man sie im Zweifelsfall auch kalt essen kann. Zweitens, wenn Sie Vorräte anlegen, wälzen Sie die ständig um. Wenn Sie morgen jetzt eine Zimmerecke oder einen Schrank voll Vorräte ballern, dann aber feststellen, die Krise kommt ja noch gar nicht und das Jahr ist rum und die Sachen sind schlecht, dann ärgern Sie sich, wenn Sie das alles wegwerfen müssen oder sollten. Wälzen Sie das um und deswegen nehmen Sie nur Sachen, die Sie auch essen. Denn wenn Sie das nicht mögen, werden Sie es nicht tun. Sie lassen das Zeug da stehen und irgendwann ist das abgelaufen. Das bringt nichts. Das nächste ist, die Ablaufdaten, da muss man ehrlicherweise sagen, die sind meistens so, dass man das nicht unbedingt ernst nehmen muss. Ich habe, kein Witz, schon Steinsalzpackungen gehabt. Steinsalz, was Zehntausende von Jahren alt ist und Ablaufdatum von einem Jahr drauf stand. Also solange die Dose sich nicht wölbt oder irgendwie komisch riecht oder komisch aussieht, ist die mit ziemlicher Sicherheit auch noch essbar, aber man sollte es vielleicht nicht unbedingt darauf ankommen lassen, dass so ein Ding schon 5 Jahre abgelaufen ist und dann müssen Sie sie essen. Es gibt eine Broschüre von der Bundesregierung, Notvorrat, die ist gar nicht mal so schlecht, aber Sie müssen sie ein bisschen durchscannen, ob Sie das auch haben wollen. Also 10 Kilo Trockenmilchpulver ist vielleicht nicht unbedingt, was Sie brauchen. Und wenn Sie keine Linsen mögen, sollten Sie sich auch nicht säckelweise Linsen hinlegen. Was aber ein unglaublich wichtiges Lebensmittel ist, ist Getreide. Aus Getreide können Sie A, eine Menge machen. B, sind Keimlinge von Getreide Vitaminbomben. C, ist das unheimlich lange haltbar, wenn es richtig gelagert ist. Wenn Sie es natürlich in einen warmen, feuchten Raum halten, der von Ratten und Mäusen nur so wimmelt, ist es natürlich nicht lange haltbar. Wenn Sie es aber in die entsprechenden Tonnen, es gibt so Metall- oder Kunststofftonnen oder es gibt spezielle Säcke, in denen Sie das in einem trockenen Raum lange lagern können und es immer wieder mal ein bisschen umwälzen, damit es nicht aufeinander pappt, diese Körner. Die müssen immer mal bewegt werden. Das reicht bei diesen Spezialsäcken, reicht das, wenn Sie den einfach mal 2-3 Mal rumdrehen, dann ist das schon gut. Von einem 25 Kilo Sack Getreide kann man zur Not ein Jahr lang leben. Da können Sie ganz viele verschiedene Sachen draus machen
von Brot über Pizza, über Nudeln, über Aufläufe. Im Zweifelsfall kann man mit Fladenbrot auf einer heißen Platte schon was ausrichten. Also man kann mit Getreide sehr, sehr weit kommen. Und es ist, wenn man eben Vollkorngetreide hat, und dann würde ich zu Biogetreide mal raten, auch ein Nahrungsmittel, was so ziemlich alles zur Verfügung stellt, bis auf weniges, was man braucht. Das ist also schon eine unglaublich sinnvolle Krisennahrung, auf die wir ja auch eingestellt sind. Wir sind ja auf Nahrungsmittel eingestellt und gewöhnt, die sehr kohlenhydrathaltig sind. Außerdem wird es ein fantastisches Tauschmittel sein für alles, was Sie brauchen. Zum Beispiel Medikamente. Also wenn Sie lebenswichtige Medikamente haben, die sollten Sie stets für ein Jahr im Vorrat halten jetzt. Denn da kommen Sie nicht dran. Die Krankenhäuser werden überlaufen sein. Also das sollten Sie auf jeden Fall vorrätig halten. Außerdem kann man natürlich aus den Getreidekörnern neues Getreide anbauen im Zweifelsfall. Auch wenn Sie es nicht können, werden diejenigen, die es können, Ihnen viel eintauschen für funktionierendes Getreide. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Getreide Kamut kennt. Kennt das jemand? Wissen Sie auch die Geschichte davon? Das ist sehr interessant. Ein britischer Offizier hat in den 1920er Jahren zusammen mit einem befreundeten Archäologen in einem Pharaonengrab ein Kästchen gefunden, ein kleines Kästchen, in dem dieses Getreide war. Das kannte man gar nicht. Und er hatte einen Vater, der Landwirt war. Und er hat dem also das Kästchen, so eine Handvoll mitgebracht und gesagt, wo es herkommt. Der Vater hat es dann mal probeweise angebaut, also gepflanzt, ausgesät. Und das jahrtausende alte Getreide hat gekeimt. Das Wort Kamut heißt Seele der Erde. Niemand weiß, wie die Ägypter dieses Getreide genannt haben. Aber man hat es, der Archäologe hat dann gesagt, dann nennen wir es so. Und heute kriegt man es praktisch in jedem Bioladen. Also das kann so lange noch keimen, das ist überhaupt nicht klar, wie lange. Also diese Körner waren tausende Jahre alt. So, also insofern, Getreide ist praktisch die tollste konservierte Vollnahrung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Natürlich kann man sich auch irgendwelche Notvorratspakete hinlegen, nur also das Getreide ist fast nicht einzuholen. Jetzt muss man das Ganze allerdings auch zubereiten können. Normalerweise sind Leute, die in der Stadt leben und in der Wohnung leben oder dort in einem Einfamilienhaus mit einem Elektroherd oder maximal Gasherd ausgestattet. Der Gasherd tut es vielleicht auch noch, bei Stromausfall der Elektroherd nicht. Wie bereitet man jetzt sein Essen zu? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Da ist auch der Mercedes unter den Möglichkeiten eine sogenannte Küchenhexe. Dann gibt es den Mogokocher, erkläre ich, Lagerfeuer, Feuertopf oder Solarofen. Das ist die gute alte Küchenhexe. Das ist nämlich ein holzbeheizter Herd und Ofen. Viele Wohnungen haben noch Kaminzüge, die nur keiner nutzt. Im schlimmsten Fall kann man ein Ofenrohr zum Fenster rausleiten und das irgendwie abdichten, dass es nicht zu kalt wird im Winter. Eine solche Küchenhexe ist natürlich ein antikes Stück, kriegt man vielleicht nicht immer, aber es gibt auch neue. Das ist saugemütlich, das ist schön warm, da können Sie die Mumie Ihre Urgroßmutter drin verheizen. Wunderbar. Das Ding tut's. Man muss allerdings eins wissen, wenn Sie sich sowas kaufen, achten Sie darauf, ob dieser Ofen, also der Backofen, es auch wirklich tut. Es gibt solche Küchenhexen, die sehen toll aus, da können Sie auch schön heizen und drüber kochen, aber das Backrohr erreicht nie die Temperatur, die Sie brauchen. So viel können Sie gar nicht heizen, da können Sie sich in Ihrem Zimmer schon mit Birkenzweigen nackend auspeitschen, wie in der Sauna. Da wird überhaupt nichts drin. Also das muss man vorher überprüfen. Eine gute Küchenhexe schafft das, aber es gibt Modelle, die können das nicht. Und dann sind Sie sehr enttäuscht. Wie gesagt, da können Sie im Prinzip alles drin verheizen und darauf müssen Sie achten.
Es darf kein Gerät sein, das nur irgendwelche ganz bestimmten Brennstoffe benutzen kann. Das muss es tun. Und mit allem, was Sie finden, muss es das tun. Dann haben Sie damit einen Lebensretter. Das Ding ist das Beste, was Sie haben können. Gibt es von verschiedenen Firmen, vielleicht finden Sie auch ein altes Teil, die tun es wunderbar. Das einzige Problem ist, Sie müssen eine Abluftmöglichkeit haben, entweder an einen Kaminzug oder zum Fenster raus oder ein Loch durch die Wand. Ist wahrscheinlich der Hausherr nicht so begeistert von, aber man kann sich mit denen auch unterhalten. So, dann gibt es den sogenannten Hoboofen. Hoboofen. Ein Hoboofen kommt aus dem amerikanischen Hobo. Da hinten schmeißt jemand, der Frank Eckert hat einen. Diese fertigen Dinger sind natürlich klasse, die tun es sofort. Da braucht man überhaupt nichts basteln und dran machen. Viele von denen sind auseinanderzunehmen oder faltbar. Das heißt, sie sind nicht viel größer als eine größere Postkarte und die kann man irgendwo in den Küchenschrank tun. Die kosten nicht sehr viel und sie sind sofort einsetzbar. Also kann man nur zu raten, ist nur schlecht im geschlossenen Raum, weil natürlich der Rauch ein Problem ist. Auf dem Balkon, sogar auf der Fensterbank, wenn man das Fenster aufmacht, tut es das schon. Man muss nur auch darauf achten, dass der Rauch nicht ins Zimmer zieht. Also die sind hoch empfehlenswert. Wer das allerdings nicht hat, und wir sind in der Situation, die man bei den Amerikanern SHTF, das heißt the shit hits the fan, die Scheiße fliegt in den Ventilator, heißt das. Nämlich, dass damit ist gemeint, jetzt bricht alles zusammen. Das ist der ursprüngliche Hoboofen. Hobos waren Wanderarbeiter in den USA, die sich zu Tagelöhner, die sich im Prinzip ja, für Essen verdient haben und irgendwo übernachtet haben. Und das waren deren Heizungs- und Kochmöglichkeiten. Also eine ordentlich große Konservendose, etwa 5 Liter, reicht dann schon. Man braucht nur eine gute Blechschere. Gemacht wird das Ganze, um das mal zu zeigen, indem man den Deckel abmacht, unten Schlitze und ein Querschlitz, sodass man so ein U-förmiges Stück ausschneidet. Das biegt man nach innen. Man sieht das hier, dass das praktisch wie so ein Regalhalter in der Mitte ist. Ein großes Loch, durch das man anzündet, und den Deckel durchlöchert man. Ups, wie mache ich das denn zurück? Weg ist er. Und, okay, egal. Den Deckel durchlöchert man und legt den auf diese umgebogenen Teile und legt den Brennstoff rein. Das schiebt man dann einfach mal schön rein. Da können Sie alles, was brennt, reintun, und dann setzt man den Topf oben drauf. Das Ding heizt, das Ding beleuchtet und es kocht. Und es kocht ordentlich. Die nächste Möglichkeit ist ein sogenannter Feuertopf. Zufällig habe ich gesehen, dass die draußen in dem Krisenvorsorgeshop so Feuertöpfe haben. Diese Feuertöpfe gibt es von verschiedenen Firmen. Soweit ich weiß, ist Petromax eine der besten. Und die haben den Vorteil, dass man die in Lagerfeuer mitten reinstellen kann. Man kann glühende Kohlen drauf tun. Man kann das in eine Küchenhexe, auf eine Küchenhexe, egal wo es heiß ist, kann man diesen Feuertopf reinstellen, und da drin kann man so alles garen, was möglich ist. Also es ist das ideale Ding für Eintopf oder Pinkelsteine oder wie man das nennt. Also es gart wunderbar alles darin, und Sie können eben gerade in der Krise, werden Sie wohl kaum nach irgendwelchen Meisterkochrezepten vorgehen, sondern das, was Sie haben, da reinschmeißen. Das tut es aber bestens und das schmeckt auch lecker. Es ist also in erster Linie zum Schmoren und Kochen, und man kann auch Brot drin backen. Und man kann diesen Deckel nehmen und umdrehen und als Pfanne benutzen. Und man kann diesen ganzen Topf auch an seinem Henkel über Feuer drüber hängen. Also egal wie, wenn Sie Feuer oder Hitze haben, dieser Topf tut es. Also Dutch Oven oder Feuertopf, die meisten Hersteller haben wirklich gute Produkte da. So. Jetzt haben Sie Ihre Vorräte, die Sie möglichst schon frühzeitig strecken mit Nahrung, die Sie selbst organisieren. Da gibt es die Möglichkeit, Sie finden Nahrungsmittel.
Da sind zum Beispiel die Wildpflanzen, auf die wir nachher kommen, sehr, sehr interessant. Wenn Sie das Wissen haben, welche Wildpflanzen essbar sind, sind Sie 98% Ihrer Mitbürger in der Stadt voraus. Die werden nicht so schnell auf die Idee kommen, im Stadtpark ihr Essen zu suchen. Sie können dieses Wissen auch vermitteln. Das ist sehr wichtig, denn damit können Sie andere Leistungen einfordern. Das ist überhaupt einer der Dinge, die wichtig sind, wenn Sie Ihre Vorräte haben und nicht um Ihr tägliches Essen kämpfen müssen. Sie sind dann diejenigen, die Zeit haben zu überlegen, was tue ich jetzt, wo sind die Probleme, wo sind die Chancen, wen kenne ich, wer macht was, was kann ich machen, um wieder Schritt zu fassen und Dinge zu tun, die mir ein Einkommen bringen oder ein Überleben sichern. Diejenigen, die raus müssen und einfach nur sich den Hintern abstrampeln und kämpfen müssen, um heute ihre Leute und sich satt zu kriegen, sind natürlich damit voll beschäftigt. Wenn Sie Wissen haben, Vorräte haben, einen Plan haben, die Dinge betrachten können und sagen können, ich könnte jetzt so agieren, hier, ich kenne den, ich könnte das organisieren, dann sind Sie schon 10 Schritte weiter vorne als die anderen. Ein Appell, Sie sollten solidarisch sein und das nicht gegen andere, sondern mit anderen durchziehen. Das ist das Wichtige an einer Krisensituation, dass man die richtigen Leute um sich herum hat, die verlässlich, ehrlich, anständig, hilfsbereit und zuverlässig sind. Seien Sie ein Glied einer solchen Gruppe und Sie werden gemeinsam sehr viel weiterkommen als mit Ellenbogen und dem anderen wegnehmen, was man selber braucht. Das führt nicht sehr weit. Man sieht das zum Beispiel jetzt, das habe ich vorhin mal erzählt, in Detroit, Motor City. Detroit ist vollkommen pleite. Es gibt ganze Stadtviertel, die sind aufgegeben worden. Die waren die Hölle in Tüten. Und ausgerechnet dort haben die Leute begriffen, was sie tun müssen. Zusammenhalten. Das tun sie. Es gibt keinen Geldverkehr mehr, sondern gemeinsam reißen die aufgegebene, halb verrottete Häuser ein und graben diese Grundstücke um, machen dort Gemüsebeete, Obstgärten und so weiter, versorgen sich selber damit, benutzen das abgerissene Holz für Möbel und die Instandsetzung noch bewohnbarer Häuser, tauschen untereinander, wenn es irgendetwas zu bewältigen gibt, rufen sie die ganze Gruppe zusammen und gemeinsam gehen die daran und machen das. Und es zählt das gegebene Wort, es zählt die Kameradschaft, es zählt das Tauschen untereinander und das Füreinander-Dasein. In den ärmsten und schlimmsten Vierteln blüht das neue Leben. Ein ganz anderes, eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, als sie ansonsten in Amerika üblich ist. Und die Stadt hält still. Die gehen da nicht rein und die begucken sich das. Das ist sehr interessant. Da sollten Sie mal wirklich, gucken Sie mal, wahrscheinlich finden Sie auch was im Internet. So, aber abgesehen von Nahrungsmitteln finden, kann man sie auch selbst erzeugen oder eintauschen. Bei Eintauschen ist zum Beispiel das Wissen, wie man welches findet, wie man Wildpflanzen findet, wie man sich Essen organisiert, schon mal ein ganz großer Pluspunkt. Wenn Sie so etwas wissen und mitteilen und Leute daran unterrichten und ihnen das zeigen, verbreiten Sie das und damit wird schon wieder die ganze Gemeinschaft in einen anderen Status versetzt, sich selbst zu helfen und dem Nächsten wieder zu helfen. Das ist das, worauf es ankommt, dass jeder das praktisch nach außen pflanzt und die wieder nach außen pflanzen, sodass ein neues System entstehen kann. Da müssen wir auch hin. Gehen wir den einzelnen Sachen mal nach. Wenn Sie also Wildpflanzen suchen, unsere Autarkie-Leute sind da sehr bewandert drin, muss man aber einiges wissen als Stadtbewohner, der sich damit noch nicht beschäftigt hat. Am besten ist, dass Sie das jetzt schon ausprobieren. Wenn es erst einmal soweit ist, macht das wenig Spaß, irgendwelche Kräuter zu rupfen und dann zu gucken, was mache ich denn überhaupt damit? Und die Familie kaut also mehr oder weniger unwillig drauf rum, sagt, okay, wir müssen es ja fressen, wir haben nichts anderes, aber bäh. Wenn Sie das frühzeitig üben und wenn Sie damit umzugehen lernen, können Sie damit richtig gut kochen.
Also ich habe das auch zu Hause schon gemacht. Da kam natürlich zuerst einmal die Reaktion, wir können Unkraut essen. Wenn das aber schmeckt, ist das ganz schnell vorbei. Also jetzt können Sie das ja auch noch frei machen. Sie können ja experimentieren. Sie müssen nicht ängstlich darauf gucken, wie viel Mehl verbrauche ich denn. Das haben Sie ja noch alles. Und deswegen können Sie ohne Angst experimentieren. Wenn es gar nicht geht, dann schmeißen Sie es halt mal weg. Aber das können Sie sich nicht leisten, wenn die Krise voll ausgebrochen ist. Da müssen Sie es schon können. Da müssen Sie wissen, was Sie da... Und nicht jedes Kraut kann man so viel nehmen, so viel man will. Man muss sich das Wissen aneignen. Man muss wissen, welches Kraut ist denn was. Also gibt es ein paar Regeln, die Sie beachten müssen. Möglichst in ungespritzten und nicht belasteten Gegenden. Straßenränder sind schlecht, da ist jede Menge Auspuffgas drüber. Wo runde Gassi geführt werden, sollte man vielleicht auch nicht unbedingt hingehen, und in fremden Gärten sollte man nicht wildern. Aber da, wo Sie Grünflächen haben, Stadtparks, Stadtwälder, brachliegende Grundstücke, da können Sie das alles holen gehen, und wenn Sie kurz waschen, ist das sehr gut. Nehmen Sie diese Kräuter, die Sie sammeln, nicht einfach so mit, sondern führen Sie entweder ein feuchtes Stoffsäckchen oder eine Plastiktüte, also eine lebensmittel-echte Plastiktüte mit, und machen Sie das zu, denn sonst sind die Dinger bis zu Hause schlapp. Also wenn man das ganz ahnungslos zum ersten Mal sich ein ordentliches Buschel besorgt und denkt, super, gib mir diesen Salat und Sie gehen damit nach Hause, dann ist das Zeug schlapprig und überhaupt nicht mehr attraktiv. Also feuchte Tücher oder ein Lebensmittel, so ein Gefrierbeutel, und zumachen. Dann sind die auch noch knackig zu Hause und sind nicht völlig ausgetrocknet und unattraktiv. Je jünger und zarter die Pflanzenteile sind, so länger halten sie durch bis zu Hause und umso zarter schmecken sie. Wildkräuter haben eine Menge Bitterstoffe, die zwar gesund sind, aber die sie wahrscheinlich nicht gewohnt sind. Das ist auch immer eine Frage der Menge. Fangen Sie damit an, dass Sie zum Beispiel einen ganz normalen gemischten Salat machen, Kopfsalat und so weiter, da ist zwar nicht mehr viel an Nahrungsstoffen drin, aber daran sind Sie gewohnt, und dann tun Sie immer ein bisschen was anderes dazu. Wir sind ja mittlerweile schon eingestellt auf Rucola. Rucola klingt toskanisch, erlesen, Spezialität, es ist nichts anderes als Feldrauke, wächst bei uns auch. Aber diesen bitteren Geschmack sind wir ja schon gewohnt. Deswegen finden wir die interessant. Die anderen Wildkräuter haben auch oft sehr ausgeprägte Geschmacksnuancen, an die sind Sie aber nicht gewöhnt. Gehen Sie also lieber hin und machen Sie das jetzt, und zwar in kleineren Dosen an Ihren Salat oder an Ihr Gemüse, dann entwickeln Sie auch eine Vorstellung von dem Geschmack und lernen auch, wie Sie das würzen und wie Sie es so zubereiten, dass es schmeckt. So, ich stelle auch nachher einzelne Wildkräuter vor, die jeder kennt. Also es gibt so viele, das kann ich hier gar nicht bringen. Das Schöne ist ja auch, dass diese Wildkräuter im Prinzip das ganze Jahr zu haben ist. Selbst im Winter können Sie unter der Schneedecke im Stadtpark Gänseblümchen grün finden. Das können Sie essen. Da wird sich zwar mancher wundern, was Sie da machen im Stadtpark. Das nächste ist, wenn Sie Ihrer Familie das Unkraut verfüttern, machen Sie es hübsch. Wenn das sozusagen Ideologie sauerbitter präsentiert wird und das heißt, das müsst ihr jetzt essen, die Krise kommt, da müsst ihr noch viel Schlimmeres essen, ist die Freude nicht sehr groß bei ihrer Sippe. Geben Sie sich also Mühe und machen Sie daraus eine Spezialität, was ganz neu ist, das ist jetzt ganz in und so weiter. Man ist ja nicht immer unbedingt willkommen mit seinen Krisengedanken in der Verwandtschaft. Da müssen Sie mit rechnen, dass die Leute ein bisschen zurückgehalten sind. Du immer mit deinen Schuhen geschafft. Die essen Ihnen das nicht. Man kann das aber anders verpacken und dann finden die das ganz großartig. Ach, ich habe eine Seite entdeckt, Witzigmann stellt Wildkräuterküche vor. Puff, ist das toll. Ja? Man muss das ein bisschen geschickt machen, sonst ist man die Alte, der nur noch Verschwörungstheorien nachhängt. So, dann
Gibt es im Übrigen für diejenigen, die gesundheitsbewusst sind, und das ist sehr wichtig in der Krise, dass sie Vitamine haben, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht und dass sie einfach auch ein bisschen Mut haben und nicht in ihrem Schrecken versinken, wie viele, die gar nicht darauf vorbereitet sind. Wenn sie daran gewöhnt sind, wenn sie damit umgehen können, wenn sie sich beruhigt haben darüber, dass sowas kommen kann, dann kommen sie auch recht gut darüber. Das hat sich auch in anderen Ländern gezeigt. Die Leute, die darauf eingerichtet waren, kommen sehr schnell ganz gut zurecht. Also diese Wildkräuter haben sehr viel mehr Vitamine und Spurenelemente als unser normales Kaufgemüse. Das ist eine ganze Menge. Da werde ich Ihnen gleich noch ein paar Tabellen zeigen. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, Chlorophyll hat stark entgiftende Wirkung und versorgt den Körper mit sehr viel Sauerstoff. Das ist für den Darm gesund, das ist für die Durchblutung gesund, das ist für die Muskeltätigkeit gesund. Also dieses Chlorophyll ist schon viel stärker vorhanden in Wildkräutern als in den meisten Gemüsen. Also Brokkoli hat viel. Je grüner das Zeug ist, desto mehr Chlorophyll ist drin, so einfach ist das. So, und die Konzentration dieser Vitalstoffe ist wesentlich höher als in normal gezogenem Gemüse. Die Spurenelemente sind stärker darin enthalten als in normalem Gemüse. Und für diejenigen, die das interessiert, diese feinstofflichen Energiefelder in den Wildpflanzen, also dieses umgewandelte Sonnenlicht, da sagen viele, die sich damit auskennen, dass das ganz anders auch die eigene Energie beflügelt und den feinstofflichen Körper des Menschen auch noch wesentlich mehr stützt und ein Vorteil da ist. So, da habe ich noch ein paar. Ja, genau. Viele Wildpflanzen haben ja auch heilende Wirkung. Zum Beispiel ist, was nehmen wir denn mal? Löwenzahn. Löwenzahn ist sehr, sehr gut für Leber, Galle und Niere. Das unterstützt das sehr stark, die Arbeit dieser Organe. Es ist ein Märchen, dass der Stängel giftig ist. Die meisten denken, ja gut, die ganz frischen Blätter, das geht gerade noch im Frühling, aber der Stängel, diese Milch, die ist giftig. Nein, sie können die ganze Pflanze essen. Wer Galleprobleme hat, sollte sogar hin und wieder einen jungen, weil am gehaltvollsten, einen jungen Löwenzahnblütenstängel kaufen. Das ist richtig gut für die Produktion der Galleflüssigkeit. Außerdem muss man sagen, wer rausgeht und Wildpflanzen erntet, die Dinger sind vielleicht eine Stunde alt, wenn sie dann bei Ihnen in die Küche kommen. Wissen Sie, wie lange so ein Salat im Supermarkt liegt und was da noch drin ist? Das ist eigentlich frisch gehaltener Kompost, den Sie da essen. So, jetzt will ich mal, ich könnte stundenlang nur, aber geht nicht. Wir müssen es relativ schnell durch. Die Brennnessel. Niemand kann behaupten, er erkennt keine Brennnessel. Es gibt ein ganz sicheres Mittel, das zu erkennen. Gehen Sie mal mit Nackenbeinen rein, dann wissen Sie, ob Sie in Brennnesselfeld sind. Ist übrigens gut gegen Rheuma, nur unangenehm. Brennnesseln gibt es überall. Also Brennnesseln finden Sie und Brennnesseln sind ein Wundermittel. Wir reden jetzt mal nur über das Essen. Die ganz jungen Pflanzen und die obersten Blätter sind richtig lecker. Die schmecken ganz ähnlich wie feiner junger Spinat. Sie müssen halt nur mit Handschuhen ernten. Und Sie müssen, wenn Sie es weiterverarbeiten, mal kurz blanchieren oder richtig fest einfach heißes Wasser drauf gießen. Dann brennt das Zeug auch nicht mehr. Je älter die Blätter sind, desto mehr von diesem reizenden Stoff haben die in diesen kleinen Härchen, die auf den Blättern drauf sind. Und das kann Magenreizungen verursachen. Man sollte also die frischen, jungen Blätter oben nehmen oder ganz junge Pflanzen im Frühjahr. Diese Körnchen, die Blüten, die nachher Samen haben, die sind unglaublich Vitamin C-haltig. Es gibt also zum Beispiel ein Rezept, Brennnesselsamen, Wegerichsamen, Butter. Wenn Sie Butter haben und vom Wegerichsamen diese Kerzen, die der hat, die reifen kleinen Körnchen und diese Brennnesselkörnchen in diese Butter mit Salz tun, das schmeckt ganz lecker, ein bisschen wie Trüffel. Das schmeckt richtig, richtig gut.
Also das ist gar nicht so, dass man das immer nur so nolens volens runterwirkt. Das ist richtig lecker. Die Brennnessel hat auch Heilwirkung. Das ist also blutreinigend und knochenstärkend. Da ist unheimlich viel Calcium drin, das man ja gerade auch dann braucht, wenn man körperlich arbeiten muss. Da hinten ruft jemand. Ich wollte wissen, hat die Brennnessel nicht auch, in, da ist ja nachher so eine Blütendolde. Ist das sehr proteinreich? Eine Blütendolde, also das, was Sie da sehen, die Blüten sind, wenn sie Blüten sind, noch... Ja, die Blüten können Sie wunderbar essen und die Samenkörner auch. Ja, ich wollte bloß wissen, wie Proteingehalt. Das hat mir jemand gesagt. Ja, der ist auch ziemlich hoch. Aber den gibt es oft in den Samen oder Blüten von Wildpflanzen hohen Proteingehalt. Also der ist bei der Brennnessel relativ hoch, aber da gibt es noch höhere. Die hat nur wirklich ganz viel Kalzium und Vitamin C. Da ist sie sehr herausragend hoch. Gut, das Gift von diesen Blättern ist gut gegen Rheuma und Gicht, ist aber natürlich nicht gerade eine Freude, sich darin zu baden. Hier zum Beispiel sind Gerichte. Brennnessel Quiche, ausprobiert, lecker. Sie haben Getreide, Sie haben Triebmittel, Salz, vielleicht noch ein bisschen was anderes wie Schafskäse, muss man mal sehen, wo man da dran kommt. Es ist immer die Frage, was kriegt man dann? Aber wenn Sie so etwas jetzt machen, das kriegen Sie ja alles jetzt noch, machen Sie mal so eine Quiche, schmeckt super, das ist echt lecker. Das ist nichts, wo jemand sagt, puh, und dann sagt, ja, pass mal auf, wenn die Krise kommt, da gibt es noch viel Schlimmeres. Ne? Nee, das ist richtig lecker. Also, wer will, kann sich ja, wer einen USB-Stick hat, kann sich das ja alles auf einen USB-Stick ziehen. Das mache ich gerne, kein Problem. Spinatpfannkuchen kann man damit machen. Einfach nur, also für richtiges Spinatgemüse brauchen Sie allerdings einen Haufen Brennnessel. Also brauchen Sie richtig viel, bis man da Gemüse für mehrere Leute hat. Aber das ist das Rezept dafür. Also Sie können davon ausgehen, wenn Sie so einen Korb Brennnesselblätter haben, reicht das für zwei Personen. Da haben Sie dann so, ja, so 6 Esslöffel von dem. Also da brauchen Sie wirklich so einen Haufen Blätter, bis Sie da genug Spinat für ein Gericht drin haben. Aber es ist echt gut. Viel Knoblauch dran, ist auch lecker. So, das hatte ich ja schon gesagt, dass man, ach ja, hier, das, man kann die auch in Tuch wickeln und ausringen. Also der Trick besteht daran, diese Härchen, die Brennhärchen zu knicken. Sobald diese Brennhärchen geknickt sind, brennen die Dinger nicht mehr. Nur die intakten Häkchenhärchen können die Haut verletzen. Wenn man die entweder so ein ganzes Bündel nimmt und auf den Gegenstand schlägt oder ausringt oder mit heißem Wasser oder sonst was, wenn die Brennhärchen geknickt sind, ist Schluss mit Brennen. So, das hier ist zum Beispiel auch etwas, was es in rauen Massen gibt. Der Geißfuß oder Giersch. Und diese Pflanze ist stark karotinhaltig. Also was wir an den Möhren immer so gesund finden, das haben Sie hier genauso. Ist übrigens eine verwandte Pflanze mit der Möhre. Also hat wirklich viele gute Seiten und ist auch sehr stark wirksam gegen Gicht. Weil es Harnsäure ausleitet. Das hier zum Beispiel ist auch wieder ein Rezept, was man mit Giersch machen kann und was wirklich auch schmeckt. Ich stelle jetzt wirklich Pflanzen vor, die Sie an jeder Ecke finden und wo man nicht allzu viel wissen und können muss. Es gibt auch andere, da muss man ein bisschen besser Bescheid wissen. Schafgarbe zum Beispiel ist auch gut essbar. Jemand, der es nicht weiß, kann das aber zum Beispiel mit Schierling oder jungem Bärenklau verwechseln und der ist giftig. Also man sollte dann immer genau wissen, was man da erntet. So, dann haben wir hier den Löwenzahn. Hier steht es auch, es ist heilsam für Leber und Nieren und hat auch viel Vitamin C. Diese Blättchen geben einen fantastischen Salat. Das ist richtig, ich kenne das unter dem Namen Bettseichersalat. Ich weiß gar nicht, wie dieser Name zustande kommt. Hier gibt es dann auch nochmal ein schönes Rezept, Stampfkartoffeln mit Löwenzahn. Schmeckt wirklich gut und Löwenzahnblüten machen sich ganz toll auf dem Essen, genau wie Gänseblümchen. Das können Sie komplett essen, ein Gänseblümchen. Die Blüten sind gut, das Kraut ist gut, das schmeckt ähnlich wie Feldsalat. Gänseblümchengrün schmeckt ähnlich wie Feldsalat, nur ein bisschen intensiver. So, dann
dieses Plätzchen, das steht ja auch in rauen Massen, sehr schön, knallpink, gerade so auf verlassenen Grundstücken, wächst gut auf mageren, kargen Böden. Und das hat im jungen Zustand, sind die Stängel wie Spargel. Das schmeckt echt wie Spargel, ganz ähnlich wie Spargel. Die feinen Plätzchen sind ein gutes Gemüse und die Blüten kann man im Übrigen auch noch essen und kochen. Also das, nur wenn die älter werden, ist der untere Teil des Stängels zu holzig. Der ist nicht giftig, aber der schmeckt nicht. Die oberen Teile und die jungen Triebe sind richtig, richtig zart und fein. Wie gesagt, es ist fast wie Spargel. Damit gibt es auch noch was an Rezepten. Also gefüllte Tomaten mit Weideröschenreis, sehr, sehr lecker. Wenn man dann noch so ein paar Blüten drauf dekoriert, also das sieht aus wie aus besser Essen. So, dann noch was überall ist, der rote Klee. Der rote Klee ist also auch schnell und leicht in großen Mengen zu ernten. Es bringt ja gar nichts, außer man kennt sich gut aus und will einen gemischten Salat machen. Wenn Sie Gemüse oder sowas machen, bringt es jetzt, wo es nicht ums Hungern geht, nichts, wenn Sie allen möglichen Kram zusammenschmeißen. Also Wegericht zum Beispiel gibt es ganz viel, finden Sie überall, aber auch hier roten Klee. Da kann man auch ein sehr gutes Gemüse draus machen. Die Blüten sind süßlich und schmecken sehr gut roh drauf. Das gibt eben eine ganz feine, süße Note. Es ist außerdem für die Damen, die wie ich schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, es ist ein sehr gutes Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden. Richtig gut. So, da habe ich auch noch mal ein schönes Rezept für Kleegemüse. Da kann man auch eine Lasagne, eine sehr leckere Lasagne draus machen. Und hier habe ich mal den Vergleich von Kulturpflanzen, Kopfsalat, Spinat und Weißkohl. Dann gucken Sie mal, wie die Gehälter sind, da sehen Sie das auch. Kopfsalat hat gerade noch 37 Milligramm pro 100 Gramm. Eine Brennnessel hat 630 Gramm Kalzium, Milligramm Kalzium pro 100 Gramm. Oder die Eisenwerte. Gucken Sie sich mal die Eisenwerte der Brennnessel oder des Gänseblümchens an. Der hochgelobte Spinat hat nicht sehr viel mehr als ein Gänseblümchen und sehr viel weniger als eine Brennnessel. Das ist interessant. Auch der Vitamin-C-Gehalt, schauen Sie mal auf die Brennnessel, das ist ein Zauberkraut. Hier unten haben wir das auch nochmal mit Kalium, Phosphor, Magnesium, Calcium, Eisen, Vitamin C und Provitamin A. Da sehen Sie auch, dass die unteren drei Wildkräuter wirklich hervorragend abschneiden. Also da haben Sie gerade in einer Krise, wenn Sie dann wirklich das kennen und damit umzugehen gewohnt sind, da sind Sie viel gesünder, wenn Sie das essen. Und das ist sehr wichtig. So, dann gibt es noch die Möglichkeit, Nahrungsmittel selbst zu erzeugen. Also nicht nur zu finden, sondern zu erzeugen. Da habe ich jetzt mal die verschiedenen Möglichkeiten aufgezählt. Was ich jetzt nicht behandle, sind Ziegen, Schafe, Schafsmilch und Käse, das führt sehr weit und es ist auch eine Frage für einen Städter, wo will er die Viecher unterbringen. Kann man alles machen, wenn man einen Garten hat, aber dann ist das ein Problem mit dem Gemüse, weil Ziegen und Schafe machen nicht vor ihrem Blumenkohl halt. Also das muss man sich dann schon aussuchen oder man muss dieses Tier anders füttern oder woanders unterbringen, dann werden sie es nicht lang haben. Also gerade in der Krise müssen Sie gucken, dass Sie die Augen auf dem haben, was Sie anbauen und besitzen und dass das nicht irgendwo unbeaufsichtigt rumsteht, wächst, läuft, grast oder sonst was, ist futsch. Ne? Gut, also Honig, werde ich gleich erklären, ist gar nicht so abwegig. Gemüse, Kräuter, Keimlinge. Das sind Nahrungsmittel, die Sie selbst erzeugen können und ganz besonders das Kaninchen. Wenn jetzt hier Tierschützer sind, die sagen, oh, ich will keine Tiere essen, verstehe ich alles, aber in der Krise, wenn sie Hunger haben, machen sie das. Und das Kaninchen ist der absolute, optimale Verwerter. Mit keinem anderen Tier bekommen sie aus Unkraut, was sie irgendwo finden, so schnell, so viel, so gutes Fleisch. Kein anderes Tier kann damit halten. Das Hauskaninchen ist ein ungeschlagener Sieger für die Fleischproduktion. Es vermehrt sich schnell.
Wenn es nicht gerade irgendeine Superrasse ist, ist es unempfindlich. Sie brauchen überhaupt kein Futter zu kaufen. Sie können wirklich jedes Grünzeug, was sie am Wegesrand finden, abrupfen, nach Hause bringen. Das Tier frisst es. Es braucht keinen großen Platz und es macht nicht immer viel Dreck, selbst wenn sie keine Möglichkeit haben, das Tier in einem Stall zu halten. Wenn es ihnen nicht gerade auf den Teppich pinkelt, was ihnen in der Krise auch egal ist, sind die Köttelchen auch ganz schnell zu entfernen. Man kann sie auch noch kompostieren. Die sind auch sehr schnell groß und sie können die auch tauschen. Das ist ein ganz tolles Tauschmittel und damit können sie andere Nahrungsmittel oder Dinge, die sie brauchen, eintauschen. Denn die Leute werden Fleisch wollen. Das ist im Übrigen auch während des Zweiten Weltkrieges und nachher in der DDR einer der wichtigsten Fleischlieferanten gewesen. Viele Leute haben auf dem Balkon ihr Kaninchenstall gehabt und haben sich damit ganz gut mit Fleisch versorgen können. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht Inzucht betreibt. Man muss andere kennen, die das auch haben und dann muss man die Böcke schon mal tauschen, sonst werden diese Tiere irgendwann auch krank. Sie können sie wirklich auf kleinstem Raum halten. Hauskaninchen sind recht genügsam. Man sollte natürlich auch in Krisenzeiten möglichst darauf achten, dass das Tier nicht gequält wird. Also das, so viel Mühe könnte man sich dann schon auch geben. Die Tiere erwarten nicht viel und brauchen nicht viel. Die vermehren sich sprichwörtlich. Man hat also sehr schnell Möglichkeiten, die einzutauschen. Man braucht nicht jahrelang zu warten, bis die erwachsen sind. Und die sind auch meistens nicht anfällig. Also im tiefsten Winter auf dem Balkon könnte zu kalt sein, da müssen sie schon reinholen. Aber wenn sie sie wie bei sich ins Bad tun, dann können sie prima wischen, wenn irgendwas schief geht. Das Fleisch ist sehr gut bekömmlich, ist hochwertiges Fleisch und hat auch überhaupt keine Problematik zwischen Schweinefleisch, was also bei gichtanfälligen Personen nicht besonders gesund ist. Im Winter fressen die auch Heu. Das, was man im Winter nicht findet, obwohl man ja immer noch ein paar Pflanzen findet, auch im Stadtwald im Winter, man kann das auch trocknen und man kann Vorräte für den Winter als Heu anlegen. Die fressen auch trockenes Brot, also man kann denen sehr viel, also sie sind kein Fleischfresser, aber man kann ihnen sehr viel verfüttern, was die ganz gut vertragen. Spezielles Futter braucht es nicht, das ist auch wichtig, da kommen sie nämlich nicht dran in der Krise. So, das sind also sehr billige, sehr ergiebige Tiere. Jetzt habe ich nochmal was über das Fleisch als solches. Und am Schluss eben, was ich sagte, es ist eine echte Einkommensquelle. Sie haben in der Stadt nicht sehr viele Möglichkeiten, autark zu sein. Das wird nicht klappen, aber mit solchen Dingen wie einem jungen Kaninchen können sie eine Menge anfangen. Das können Sie gegen alles Mögliche eintauschen. Denn auch die anderen kapieren dann ganz schnell, dass sie mit zwei, drei Kaninchen ebenfalls sich gut versorgen können. Also Kaninchen sind sehr gefragt, wenn sie nicht schon jeder hat. So, Hühner. Hühner sind ein bisschen anspruchsvoller. Also wir haben, fand ich sehr lustig, wir haben die Freude gehabt, als er noch lebte, den Professor Maser kennenzulernen, der in Speyer wohnte, und der hatte in seiner Wohnung Hühner. Ja, die liefen da fröhlich durchs Wohnzimmer und in den Garten rein und raus, legten ihre Eier hinter das Sofa, fand der großartig. Ne? Aber das hat funktioniert. Also man kann Hühner auf dem Hinterhof oder in der Garage oder auf dem Balkon oder zur Not auch in der Hütte halten. Man kann Hühner essen und man bekommt Eier. Man muss dann nur darauf achten, wie halte ich die, wie viele. Also ab 4 Hühner in der Wohnung wird es dreckig. Ein Hühnerstall ist relativ schnell gebastelt. Man muss allerdings darauf achten, dass man eine widerstandsfähige Sorte hat und ein sogenanntes Zwiehuhn. Also etwas, ein Huhn, das man A essen kann, was B auch noch Eier legt und C noch in der Lage ist zu glucken. Hochleistungshühner, bestimmte Rassehühner sind oft nur ein gutes Fleisch, aber legen kaum. Legehühner legen viel, sind aber empfindlich und glucken nicht. Also die brüten keine Jungen aus und können die nicht führen. Also man sollte möglichst ursprüngliche
Landratzen nehmen, die nicht anspruchsvoll sind und die auch noch Eier ausbrüten, wenn sie befruchtet sind. Dazu brauchen sie allerdings einen Hahn. Das hat in der Krise ein bisschen den Nachteil, dass sie das nicht geheim halten können. Der Hahn flüstert nicht. Der weiß auch nicht, dass er sofort von jemandem geklaut und in die Pfanne kommt, wenn er schreit. Also das mit dem Glucken geht nur dann, wenn Sie zum Beispiel einen großen Balkon im 8. Stock haben. Und dann müssen Sie den Hühnern die Flügel stutzen oder Maschendraht über den Balkon spannen, sonst fliegen die nämlich weg. Also es geht, aber es ist nicht so einfach. Hat natürlich einen Vorteil. Also Eier sind ein großes Gut in dieser Zeit und sie werden halt ständig neu produziert und die Hühner fressen im Übrigen auch Wildkräuter, sie fressen Körner, also Getreide, sie fressen Brotkrumen, sie fressen auch Wurst- und Käsereste, die fressen so ziemlich alles. Insofern sind die nicht schlecht, aber sie sind natürlich nicht so einfach zu halten wie so ein kleines Stallhäschen, für das sie also gerade mal so einen Stall brauchen und was keinen Piep von sich gibt. Also ich habe zumindest noch keinen Krähen hören. Wenn Sie wirklich Hühner halten können, dann sind Sie mit 2 Hühnern pro Mann eigentlich ganz gut versorgt. So ein Huhn legt allerdings nicht sehr viel länger als 2, maximal 3 Jahre volle Legeleistung. Danach lässt das sehr nach. Und man muss dann schon das Huhn, wenn man wirklich in der Krise das verwerten will, dem muss man dann schon nach 2 Jahren an den Kragen, denn wenn sie es länger als 3 Jahre haben, legt es nicht und ist steil, stinkezäh. Also dann müssen sie ihrem Herz einen Schubs geben und dieses Huhn dann auch aufessen. So, wer ein Gärtchen hat, kann Hühner noch ganz originell einsetzen, nämlich als sogenannter Hühnertraktor. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mit Hühnern schon mal so überhaupt ein bisschen befasst hat. Diese Tiere hacken und pieken so lange, bis kein Grashalm mehr steht. Und nur wenn sie einen sehr großen Auslauf haben, schaffen sie es nicht, alles zu vernichten, was da aus der Erde kommt. Das kann man aber auch einsetzen, wenn sie also zum Beispiel ein kleines Gemüsebeet anfangen können, wenn sie also einen Garten haben, dann machen sie sich einen solchen, man sieht, das ist ein bisschen dunkel, oder? Das ist einfach so eine Art flache Pyramide. Ein Teil ist ein bisschen überdacht, wenn es regnet. Und das ist mit Maschendraht zu. Und damit können Sie das Gestell immer weiter versetzen. Da kommen 2, 3 Hühner prächtig mit zurecht. Und dann hacken und picken die Stelle, auf der sie stehen, so lange, bis da nichts mehr ist. Und das, was sie dann machen, sie haben da weder irgendwelche Viecher drin, noch haben sie Unkraut drin, sie haben nicht einmal Samen drin, das fressen sie alles. Also dieses Stück Erde, was die bearbeitet haben, das ist sauber. Das brauchen sie nur noch umzuhacken und dann können sie wunderbar darin anpflanzen. Außerdem haben sie das schön vollgekackt und damit ist es auch sehr schön gedüngt. Also ein Hühnertraktor ist eine tolle Sache. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen, was man beachten sollte bei den Hühnern. Also wenn sie ein Ställchen haben, brauchen sie eine Sitzstange und sie brauchen auch so kleine, wie soll man sagen, Abteile. Das können Schuhkartons sein. Das Huhn muss reinpassen und es muss das Gefühl haben, es ist sein Nest. Dann ist das Huhn zufrieden und lebt. Wenn es keine Möglichkeit hat, sich ein bisschen dunkel in so eine kuschelige Höhle zurückzuziehen, was sein Nest ist, dann wird es schlecht legen. Man muss das von Zeit zu Zeit sauber machen und da, wo die Hühner rumlaufen oder auf der Stange sitzen, am besten Zeitungen oder Sand drunter und immer wieder weg, weil die natürlich immer unter sich fallen lassen, die kriegen sie nicht sauber erzogen oder sowas, das geht mit Huhn nicht. Also man muss dann schon Vorbereitungen treffen, dass man die sauber halten kann, sonst kriegen die sehr schnell Ungeziefer und Milben. Und dann werden die krank und dann fallen ihnen die Federn aus und dann legen die nicht mehr. Also man muss sie schon sauber halten. Sie können aber das, was die Hühner von sich geben, kompostieren. Das können Sie, wenn Sie irgendwo ein Gemüsebeet haben, wird das richtig gut gedüngt davon. Man darf es nur nicht direkt draufgeben, das ist zu scharf. Man muss es also erst kompostieren oder verdünnen. So, das nächste ist Bienen. Jetzt wird man sagen, ja, in der Stadt Bienen, wie soll das denn gehen? Das geht super gut.
Das geht richtig gut. Also hier unten steht es, in Berlin leben 500 Bienenzüchter. Die bringen guten Honig. Denn in der Stadt wird nicht gespritzt. Die Pflanzen, die dort blühen, die sind sauberer und unbelasteter als Felder, wo die Bauern oft draufschmeißen, was Gott nicht wissen will. Und es gibt viel mehr verschiedene Sorten an Pflanzen, die blühen, gerade in den Parks und in den Gärten. Eine Lindenallee kann zig Bienenvölker ernähren. Es gibt sehr viel mehr Angebot in der Stadt für Bienen. Da ist die Bienensterblichkeit viel kleiner als auf dem Land. Die Bedrohung der Bienen ist in der Stadt deutlich geringer. Es ist viel einfacher, in der Stadt die Bienen zu halten. Das klingt pervers, das ist aber so. Die sind gesünder, weil sie nicht diesen ganzen Pestiziden ausgesetzt sind. Ja? Also das mag sein, dass es schon mal gespritzt wird, aber ich in der Regel eigentlich nicht. Das ist viel zu teuer für die Stadtverwaltung. Die bauen in der Regel Sachen an, um die sie sich nicht groß kümmern, außer mähen und zurechtstutzen müssen. Sie werden selten jemanden finden, der im Stadtpark spritzt. Also ich habe das auch erst nicht glauben wollen, aber die Imker sagen das auch. Die Stadtbienen sind gesünder als die Landbienen. Es gibt vor allen Dingen dieses gebeizte, mit den Neonicotinoiden gebeizte Saatgut nicht, woran die Bienen ja verrecken. Und diese Varroamilbe kommt kaum vor in der Stadt. Ja. Und die Bienen oben auf den Hochhäusern, denen geht es super gut. Da kommen die Abgase nicht hin. Die sind da ziemlich sicher. Und haben weniger Krankheiten und weniger Parasiten als Landbienen. Es gibt einige Städte, in denen viele Imker sind. Der Stadthonig ist gar nicht schlecht. Und man muss nicht viel Platz aufwenden. Wer also irgendwie auf dem Balkon zwei Bienenkästen unterbringt, übrigens der Andreas Klaus, hat in seinem Stadtgarten Bienenvölker. Das funktioniert fantastisch. Und Honig ist ein wertvolles Gut. Honig ist sehr, sehr gesund, sehr wertvoll, sehr viel einsetzbar zur Verfeinerung von Geschmack, es ist ein Energiespender, es ist sogar eine Art, da kommt noch alles. So, also damit haben Sie, wer sich das zutraut, man darf nicht allergisch auf Bienenstiche sein, das wäre schlecht, aber wer sich das zutraut, hat mit Honig also ein tolles Mittel in der Hand. Also wenn man das ausnutzt, es gibt Leute, die sagen, sie haben aus ihrem Bienenstock 40, 50 Kilo Honig geholt. Man sollte allerdings im Interesse der Bienengesundheit den nicht allen Honig wegnehmen und sie mit Zuckerwasser über den Winter bringen. Das erhöht die Anfälligkeit. Die brauchen schon auch ihre Vitamine und all das, was in dem Honig ist. Nicht ohne Grund stellen die den her. Man hat also mit dem Honig eigentlich ganz gute Erträge, nur heute ist er unterbezahlt. Heute haben Imker schwer zu kämpfen, damit überhaupt davon irgendeinen Ertrag zu bekommen. Die meisten Imker in Deutschland sind über 60. Das heißt, es lohnt kaum, wenn man es nicht im großen Umfang macht, als Erwerb heute. Das ist auch einer der Gründe, warum es so wenig Bienen gibt. Die meisten machen das als Hobby. Und das Durchschnittsalter liegt über 60. Gut, also es ist eben auch nicht nur ein süßer, leckerer Brotaufstrich, sondern es enthält viele wertvolle Substanzen, was die Bienen da erzeugen. Und im Prinzip ist das ein natürliches Antibiotikum. Der Bienenwachs ist insbesondere in Krisenzeiten hoch wertvoll. Man kann daraus Salben, Kerzen, für Kerzen ist das schon viel zu teuer. Selbst heute sind Honigwachskerzen sehr teuer, weil es also hervorragend brennt und weil es gut riecht und weil es kaum Rückstände gibt. Aber es ist eben der Honig auch eine Vitaminbombe. Das habe ich hier unten auch, was da alles drin ist. Also Honig ist im Übrigen auch noch ein Konservierungsmittel.
dafür können Sie wirklich Dinge auch eintauschen, die Sie sonst nicht bekommen. Das ist ja immer die Frage. Viele Leute haben etwas zu tauschen, gucken aber sehr genau darauf, was sie dafür kriegen. Sie kriegen es eben nicht so ohne weiteres. Nur ganz nebenbei, diejenigen, die Gold und Silber haben, das ist nicht falsch. Überhaupt nicht. Nur, wenn Sie mit einer Goldunze in der Krisenzeit losziehen, um dafür Essen zu holen, was Falsches können Sie nicht tun. Selbst wenn Sie hier jetzt in eine Bäckerei laufen, die wahrscheinlich ziemlich leer ist, und knallen Ihre Goldunze auf den Tisch und Sie haben Hunger und Sie haben zu Hause eine Familie, die sagt, bring was zu essen, wir haben alle Hunger. Und der Bäcker sagt, tschu, zwei Brote habe ich noch da. Was machen Sie dann? Nehmen Sie Ihre Goldunze und gehen Sie wieder? Dann müssen Sie aber aufpassen, dass niemand gesehen hat, dass Sie die haben. Oder Sie geben diese Goldunze für zwei Laibe Brot. Teuer Brot. Da sind Sie ganz schnell Ihren Vorrat los. Wenn Sie in der Krise mit Edelmetall zahlen wollen, dann brauchen Sie sehr kleine Stückelungen bekannter Silbermünzen. Viertelunzen, halbe Unzen, maximale Unze. Damit können Sie dann eher einen entsprechenden Gegenwert eintauschen. Wenn Not ist, sind die Leute skrupellos und verlangen von Ihnen alles und geben so wenig wie möglich. Und dann können Sie mit kleinen Stückelungen adäquat eintauschen. Wenn Sie mit großen Goldunzen kommen, Sie kriegen niemals den Gegenwert und Sie sind Ihre Ersparnisse ganz schnell los. Die Sachen, die Sie haben als Goldunzen und so weiter, das ist etwas für nach der absoluten Krise. Dann, wenn Sie wissen, woran mangelt es denn? Was könnte ich tun? Was kann ich anbieten? Was könnte ich herstellen? Dann können Sie mit Edelmetallen eine neue Existenz finanzieren, investieren und aufbauen. Das ist dann wertvoll. Dann muss aber eine gewisse Sicherheit schon da sein. Es müssen die Verhältnisse sich so geklärt haben, dass Sie wissen, wo Sie investieren wollen und können. Dann haben Sie damit ein super Instrument in der Hand. In der Krise selbst, wenn es ums Überleben und ums Essen geht, dürfen Sie Ihre Edelmetallvorräte nur in ganz kleine Stückelungen einsetzen. Und da müssen Sie vorsichtig sein, dass Sie nicht beobachtet werden. Das merken sich Leute, die das sehen, und da sind nicht immer nur edle Gemüter bei. Das sollten Sie möglichst nicht tun. Auch das hat sich in Argentinien gezeigt. Auch nicht drum erzählen, dass Sie das haben. So, also wir sind jetzt hier nochmal mutig. Hier haben wir also sogar sehr seltene Stoffe wie Mangan und Vitamin B und Chrom und so weiter. Die Leute, die es kennen, wissen auch, dass sie mit Honig nicht nur inwendig ein gutes Antibiotikum haben, sondern dass man das auch als Wundheilung, man kann es auf Wunden tun und mit einem sauren Läppchen abdecken, die Wunde halt viel, viel schneller als normal. Dann ist es auch so, dass, da oben, der Honig natürlich von den Bienen so hergestellt wird, seit Jahrmillionen, dass er sich hält. Der ist von Natur aus haltbar. Der wird nicht schlecht, der zuckert vielleicht aus, aber der wird nicht schlecht. Also da müsste schon sehr viel Zeit vergehen. Die Bienen stellen ihn ja so her, dass er sich von selber hält. Man kann ihn also auch dazu benutzen, um Dinge zu konservieren, so wie Einmachzucker oder sowas, nur noch wirksamer. Und diese keimtötende Wirkung, wie gesagt, die hat man auch auf Wunden. Also man hat ja sehr schnell in Krisensituationen ansteckende Krankheiten und Seuchen. Wenn man also eine offene Stelle hat, sollte man die gut desinfizieren, und das geht auch mit Honig. Das funktioniert richtig gut. Honig ist gut bei Erkältungskrankheiten, jeder kennt die heiße Honigmilch. Also da kann man sehr, sehr viel mit anfangen. So, das nächste wäre, was können wir noch herstellen? Gemüse. Ist in der Stadt nicht ganz einfach, aber selbst ein offenes Fenster, also selbst eine Fensterbank kann man noch benutzen. Gerade zum Beispiel Tomaten mögen es nicht, wenn sie von oben beregnet werden. Wer schon mal versucht hat, Tomaten zu ziehen, der weiß, wie man flucht, wenn die Kraut- und Braunfäule zuschlägt. Das Zeug wächst wunderbar,
dann sind die Dinger so hoch, dann regnet es ordentlich. Und gerade weil man sie ja ausgeizen muss, das heißt, man muss ja in den Blattachseln die neuen Triebe entfernen, sonst hat man nur noch ein riesiges Gebüsch, an dem kaum eine Tomate wächst. Also man muss wirklich alles weg bis auf den Hauptstrang. Und in den Blattachseln wachsen ja die neuen Triebchen. Und in dem Moment, wo man die rauskneift, ist diese Pflanze an dieser Stelle verwundet. Und da setzt sich diese Pilzkrankheit Braunfäule ganz schnell rein. Auf dem Land können Sie davon fast ausgehen, dass die Braunfäule sofort da ist. Und das geht nur gut, wenn man sich einigermaßen auskennt, ganz früh die Triebe rausmacht, dass die Wunde so klein wie möglich ist, die Tomaten entweder im Gewächshaus stehen oder unter einem Dach, dass der Regen nicht drauf fällt. Das können die gar nicht vertragen. In der Stadt hat man einen Vorteil. Diese Tomaten gedeihen in der Stadt besser, denn die Braunfäule kommt meistens von Kartoffelfeldern. Die haben sie auf dem Land fast überall. Und die wird durch die Luft, werden diese Pilzsporen übertragen. In der Stadt gibt es keine Kartoffelfelder. Da hat die Tomate gar nicht diese Belastung durch diese Keime. Und sie haben meistens auch überdachte Balkons da und so weiter. Sie müssen gar keinen großen Aufwand treiben. Tomaten wachsen auch gut im Topf. Das geht wunderbar auf dem Balkon. Also ich persönlich wohne auf dem Land und ich habe meine Tomaten in Töpfen auf dem Balkon. Weil die mir im Garten ohne Gewächshaus ständig die Braunfäule kriegen. Ist fast nicht zu verhindern. Man kann Tomaten kaufen, die Braunfäule resistent sind, das sind aber F1-Hybriden. Dazu kommen wir noch später. So, für diejenigen, die jetzt sagen, okay, mein Balkon soll so aussehen, dann muss man erst einmal anfangen mit etwas einfacheren Pflanzen. Also fangen Sie nicht gleich mit den schwierigsten Gemüsesorten an, die Ihnen dann schief gehen. Hier habe ich mal ein bisschen aufgeschrieben, was relativ einfach zu ziehen ist, wobei man Möhren vereinzeln muss. Also das ist bedingt einfach. Wenn Sie Möhren aussehen, haben Sie einen Wald und dann können Sie die nicht einfach wachsen lassen. Es gibt nichts, sondern die Möhren müssen vereinzelt werden, das heißt alles rausgezogen werden, was zu viel ist, damit jede Möhre Platz hat zu wachsen. Aber das hat man relativ schnell raus. Ein tolles Zeug, kann ich nur sagen, ist Zucchini. Wer anfangen will, sollte sich mal mit Zucchini ins Feld begeben. Zucchini wachsen wirklich super. Die sind überhaupt nicht klein zu kriegen. Die produzieren ständig neue Zucchini. Sie müssen eher aufpassen, dass die Dinger nicht so eine Größe annehmen. Dann sind sie nämlich kaum noch essbar. Es sei denn, man will Samen ziehen, dazu kommen wir später noch. Aber Zucchini, kaum haben sie die ersten Blüten, kommen die ersten Zucchini und das geht bis in den Herbst rein. Sie sind nicht allzu empfindlich für Nässe, sie sind nicht allzu empfindlich für Trockenheit, sie müssen nicht unbedingt volle Sonne haben, sie können aber auch in der vollen Sonne stehen. Also ist ein tolles Zeug, schafft eigentlich wirklich jeder auf Anhieb und das ist schon mal ganz wichtig, dass man erste Erfolge hat. Wichtig ist auch, dass man jetzt anfängt. Wenn Sie in der Krise sind, wenn alles zusammenbricht und dann sagen Sie, oh, jetzt fange ich aber an, auf meinem Balkon irgendwelches Gemüse zu ziehen, das flugt nicht. Sie müssen die Töpfe besorgen, woher? Sie müssen wissen, wie Sie mit der Erde umgehen und wo Sie die herkriegen. Die können Sie nicht aus dem Stadtpark ausbuddeln und nach Hause bringen, so leicht. Also da müssen Sie auch richtig wissen, welche Erde brauchen die, also das trockene Lebenszeug, was sie da unter Umständen finden, das ist nicht, kompostieren dauert seine Zeit, also sie müssen wirklich vorher wissen, wie sie das machen, wo sie das machen, wie lange geht die Sonne, was weiß ich, über den Hinterhof, den sie zur Verfügung haben, das müssen sie alles ein bisschen wissen und ein bisschen gärtnerische Erfahrung gesammelt haben, selbst um so einfache Sachen wie Zucchini oder Radieschen zu ziehen. Also von jetzt auf gleich schluckt das nicht. Und man muss noch ein paar andere Sachen wissen, über die ich jetzt rede. Also hier haben wir zum Beispiel mal so einen Balkon. Das da hinten sind Butternut-Kürbisse, sehr, sehr lecker, auch sehr einfach zu ziehen. Und Sie sehen, also es bedarf nicht sehr viel Aufstandes, um selbst auf einem Balkon einiges schon mal ziehen zu können. Immer mit, muss ich dazu sagen, Autarkie ist das nicht. Es ist Hilfe. Also Sie können nicht eine ganze Familie von Ihrem Balkon das ganze Jahr ernähren, aber es ist Frischkost, die
ganz, 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 ganz wichtig ist. Also ich rede jetzt von Krise überstehen und was kann man tun? Je mehr sie tun können, umso leichter ist es. Aber ich kann halt nur zeigen, was ist in der Stadt möglich. Natürlich, wenn sie sich jetzt irgendwo, was weiß ich, in Bayern 10 Hektar holen und sind versierter Gärtner und haben ihr eigenes Windrad, all solche Sachen, das können sie in der Stadt nicht. Also mein Vortrag ist, was kann man in der Stadt tun? Hier ist also zum Beispiel schon einiges zu machen mit. Da kann man sich mit frischer Kost versorgen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass der Stadtweiseplan auch ein bisschen abwechslungsreich und gesund ist. Man muss auch einfach in einer Krise, und das haben viele gesagt, ich habe also mit einem Argentinier auch gesprochen, auf der Hochzeit von Freunden, da war also ein junger Mann, der hat das alles auch mir erzählt. Ich habe es auch aus dem Internet, ich habe das aus Originalquellen mich da durchgeackert, aber der sagte mir auch, es ist ganz wichtig, dass man ein bisschen versucht, Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Man darf nicht drangehen nach dem Motto, ja, das wird alles ganz furchtbar bitter und das macht mir alles gar nichts, ich halte das alles aus. Das hält man so leicht nicht aus. Man muss irgendwo auch immer ein bisschen Lichtblick und Freude haben. Man muss, ja, wie sagt er, keep the spirit up. Man muss einfach seine Stimmung auch ein bisschen pushen. Man will nicht jeden Tag nur Not und Leid und schrecklich haben. Man will auch einfach mal ein leckeres Essen. Man will auch einfach mal die Zeit haben, in ein Buch zu gucken. Solche Dinge. Sie möchten nicht von morgens bis abends nur kämpfen. Und da können Sie eine Menge im Vorhinein tun, dass Sie eine gewisse Lebensqualität auch haben. Das ist ganz wichtig, um den Optimismus und den Kampfgeist hochzuhalten. So, das Hochbeet. Gerade für Leute in der Stadt, man kann sowohl auf dem Balkon als auch auf dem Parkplatz, als auch direkt vor der Tür oder im Hinterhof mit einem Hochbeet erstaunliche Erfolge schon erzielen. Der Vorteil eines Hochbeets ist, da wo überhaupt Sonne hinkommt und wo Sie auch nur 2 Quadratmeter haben, können Sie so ein Ding schon aufstellen. Sie brauchen ein Gefäß, was möglichst Holz, es geht auch mit Stein, es geht auch mit Ziegelstein, es geht auch mit Beton. Es muss nur einen Abfluss unten haben. Es muss Feuchtigkeit raus können. Das ist wichtig, dass es keinen Nässestau gibt. Ein Hochbeet ist völlig unabhängig von der örtlichen Bodenqualität, weil sie gar nichts mit der Erde zu tun haben. Selbst auf dem Parkplatz können Sie das in die Ecke tun. Es muss nur die Flüssigkeit, die sich sammelt, unten auch abfließen können. Das Hochbeet ist eine relativ sichere Bank. Wer also ein bisschen Erfahrung, was ist, 10 Minuten? Ach, Scheinchen, du hast gesagt, ich kann so lange reden. Soll ich in 10 Minuten Schluss machen? Nein. Volkes Stimme. So. Also man muss sich nicht bucken, man muss nicht besondere Kenntnisse haben, das geht relativ gut. Das kann auch jeder Anfänger sehr schnell lernen. Wie gesagt, man braucht wirklich nur eine kleine Fläche, es muss nur die Sonne hinkommen. Alles andere ist ziemlich wurscht. Das Besondere und warum das funktioniert, liegt daran, dass wir hier im Prinzip einen umgekehrten Komposthaufen haben. Sie haben nicht oben drauf das frische Zeug und die Zweige und unten die fertige Erde, sondern umgekehrt. Man fängt unten mit Ästen, Zweigen, Holzstücken und so weiter an, macht dann groben Abfall wie feinere Zweige, Laub, Küchenabfälle, Rasenschnitt, alles was irgendwie organisch ist und verrottet. Und obendrauf muss man als einziges eine mindestens, naja, so 30, 40 Zentimeter Schicht richtige Erde haben, wenn Sie viel erreichen wollen. Manchmal kann es auch schon mit dünnerem sein. Also sagen wir mal 20 Zentimeter sind das Mindeste, was oben an guter Erde sein muss. Da können wir noch drüber sprechen. So, der Witz ist, das Zeug da oben verrottet und erzeugt dadurch Wärme. Diese Wärme führt dazu, dass Sie sehr viel früher
die Pflanzen da draußen hinsetzen können, dass die sehr viel früher im Jahr schon wachsen, sich viel schneller entwickeln, als wenn sie sie in den Boden tun, der viel länger kalt ist und viel länger bis in den Herbst Frucht tragen, weil sie beheizt werden. Sie werden von dem Verrottungsvorgang in diesem Behälter beheizt. Also sie haben sozusagen eine Fußbodenheizung für ihr Gemüse. Das erhöht die Erträge stark. Also nochmal hier, man kann es also auch nochmal verfeinern, aber die Dreierschicht reicht auch. Das kommt darauf an, wie hoch Sie das machen können und wie Sie das hinkriegen. Also es gibt auch Leute, die haben nur so viel Hochbeet und haben nur unten Küchenabfälle drin. Die Äste und Zweige müssen nicht sein, denn die brauchen sehr lange, bis sie verfallen. Die Äste und Zweige sind dann sinnvoll, wenn sie entsprechende Höhen auch haben, denn das ist die Drainage. Da kann sich das Wasser unten sammeln und sie werden nie das Problem haben, dass ihnen die Erde sauer wird, weil sie zu nass ist und eine Feuchtigkeit, einen Wasserstau hat. Aber diese unterste Lage muss nicht unbedingt sein. So, wenn man so ein Hochbeet hat, muss man ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen wissen, nämlich diese wahnsinnig fette Komposterde, es sei denn, man hat Blumenerde gekauft und dann kann man gleich mit anderen Gemüse anfangen, aber wenn Sie selbst kompostierte Erde als oberste Schicht haben, das verträgt nicht gleich jede Pflanze, sondern da muss man dann schon Pflanzen haben, die diese fette Erde auch vertragen. Da haben wir zum Beispiel eben die unverwüstliche Zucchini, Tomaten, Gurke, Kürbis, Kohlrabi, Brokkoli, Basilikum, Petersilie, viele Kräuter vertragen das gut. Im zweiten Jahr kann man dann, wie hier steht, Blumenkohl, Salate, Paprika, Ringelblumen und so weiter, die also den nicht mehr ganz so nährstoffreichen Boden vertragen. Und im dritten Jahr sind diese Gemüsesorten möglich. Die ersteren wachsen allerdings auch. Also das ist nicht das Problem. Sie können das, was oben steht, auch in drei Jahren. Wenn man diese Erde nicht ständig mit irgendwelchen Küchenabfällen verrottenden erneuert, ist dann irgendwann nach 6 bis 7 Jahren, ist dieses Hochbeet dann relativ erschöpft, was die Nährstoffe betrifft. Entweder Sie koffern es aus, drehen das einmal alles um, oder Sie machen unterm Jahr immer wieder Küchenabfälle einfach obendrauf als Schicht. Das sieht zwar nicht schön aus, aber es verhindert, dass das Beet stark austrocknet, es zersetzt sich und düngt wieder die Erde. Das heißt, Sie können das im Dauerbetrieb nehmen, denn es sackt ja auch immer. Das, was unten verrottet, das sackt. Und also man staunt im nächsten Jahr, ist die Erdoberfläche ein Stück runtergerutscht, weil das da drunter verrottet ist. Also Sie können das sozusagen oben wieder auffüllen mit Abfällen, dann hält das sehr viel länger. Aber es hat dann irgendwann nicht mehr unten die Heizung, wenn unten alles verrottet ist und der Zerfallvorgang abgeschlossen ist, die Wärme von unten nicht mehr da. Man kann immer noch pflanzen, aber diese Wärme ist dann nicht mehr da. So, das ist zum Beispiel etwas, was man auch möglichst wissen sollte, welche Pflanzen vertragen sich mit welchen. Was da in der Mitte ist, ist schlecht, verträgt sich nicht so gut. Wie zum Beispiel nur Buschbohnen, die Erträge werden nicht mehr so gut, oder Erbsen mit Erdbeeren. Das, was rot ist, verträgt sich überhaupt nicht. Also da haben Sie dann schlechte Ergebnisse, aber das sind nur sehr wenige Sachen. Also Kohl mit verschiedenen Sorten, Kohl, Kohlrabi, die Kohlrabi werden nicht ordentlich. Wer das will, kann sich das, wer also einen USB-Stick hat, kann sich das gerne draufziehen. So, wie komme ich in der Stadt an eigenes Obst, wenn ich keinen Garten habe? Ganz einfach, man drückt den Baum platt an die Wand. Das gibt es, das nennt man Spalierobst. Hier sieht man zum Beispiel einen Spalierobstbaum, der voll mit Birnen hängt und der wirklich einfach auf dem Bürgersteig ein kleines Stückchen hat und an der Wand wächst. Sofern der nicht so steht, dass jeder ihnen das Obst klaut, können Sie das an jeder sonnigen Stelle machen, wo Sie irgendwie im großen Topf oder tatsächlich ans Erdreich kommen. Spalierobstbäume sollte man allerdings als solche auch besorgen.
aus einem normalen Samen oder aus einem normalen Baum einen Spalierbaum zu machen, ist sehr, sehr schwer und erfordert Kenntnisse. Die sind aber gar nicht teuer. Spalierobstbäume können Sie jetzt oder sollten Sie, wenn Sie das machen wollen, auch jetzt tun, denn er braucht ein paar Jahre, bis der richtig trägt. Also nach 3 Jahren haben Sie schon relativ, also da haben Sie schon ein paar Pfund und so ein Ding bringt ein paar Kilo. Der ist wahrscheinlich jetzt 6, 7 Jahre alt. Man muss allerdings wissen, wie man die beschneidet. Die können Sie nicht einfach wachsen lassen. Also man zieht die tragenden Äste entlang und schnürt sie immer wieder locker an ein Gestell und man muss alle von diesem Seitast hochgehenden Triebe relativ kurz abschneiden. Dann bringt es viel Frucht und es darf nicht zu weit drauf wachsen, weil es sonst die darüberliegenden Äste vom Sonnenlicht abschaut. Also man muss da eine bestimmte Schnitttechnik einhalten, damit man auch die Erträge hat. Aber hat man so ein Ding, hat man im Prinzip ziemlich viel gutes, frisches Obst. Mitten in der Stadt, das kann man machen. Hä? So. Es ist sogar in der Stadt für Spalierobst ein besseres Pflaster als auf dem Land. Nicht nur, dass man erntefrisches Obst hat, man kann diese Sorte von Spalierbäumen zum Beispiel auch auf dem Balkon oder im Innenhof machen und so schnell wird es nicht geklaut. Wenn Sie irgendwo draußen im Garten einen Obstbaum haben, in der Stadt, weil Sie einen schönen Garten haben, und so schnell können Sie gar nicht gucken, wie der geräubert ist. Außerdem haben die Hauswände, wenn die Sonne drauf scheint, die Eigenart, eben auch die Wärme des Sonnenlichtes zu speichern. Das tut dem Baum sehr gut. Sie können sogar Kiwis und Pfirsiche und so weiter am Spalier in der Stadt, was Sie auf dem Land gar nicht können, wenn das Ding frei steht. Das ist viel zu windig und Südfrüchte würden da nicht gedeihen. Sie können in der Stadt richtig Sorten, Erträge erzielen, wo es auf dem Land praktisch nicht möglich ist. Die Städte sind auch meistens wärmer. Die werden im Winter nicht so kalt wie draußen. Also wenn Sie, was weiß ich, wie bei uns im Westerwald, einen Pfirsichbaum pflanzen, kann man auch gleich knicken. Das tut es gar nicht. Also in der Stadt geht das. Also es gibt auch Vorteile in der Stadt. So, und auch der Wind haut da nicht so rein und die sind auch nicht so windanfällig, weil sie eben flach an der Hauswand sind. Das heißt aber, was ich eben schon sagte, man darf nicht erst anfangen, sich umzugucken, wenn es soweit ist. Sie müssen das jetzt anfangen, wenn Sie das wollen, wenn Sie sagen, das ist ein Weg für mich. Dann muss man wirklich, das braucht ein paar Jahre, 3, 4 Jahre braucht das Ding, dann ist es voll da. Aber Sie können nicht so ein Ding einpflanzen und erwarten, 6 Wochen später können Sie da körbeweise ernten. Das funktioniert nicht. Und Sie kriegen das auch nicht, wenn ein Crash da ist. Da gibt es keine Gärtnereien mehr, die Ihnen das verkaufen. Und wenn, müssen Sie da richtig, richtig was für hinlegen. Außerdem muss man sich auch vorher mal kundig machen, was für Sorten wollen Sie denn? Wie weit wollen Sie sich da engagieren? Ich meine, so ein Spalierbaum, das müssen Sie einmal im Jahr schneiden, dann ist das gut. Man muss immer wissen, was habe ich denn an Zeitaufwand, was kann ich jetzt leisten. Jetzt komme ich so langsam in die Endschlaufe, um Gemüse zu ziehen. Sollten Sie sich über eins im Klaren sein. Sie können dann, wenn es kracht, nicht in den nächsten Garten über Markt oder Gärtnerei und bekommen da Ihre Gemüsepflänzchen nach Belieben. Sie müssen das dann schon selber ziehen. Und dazu brauchen Sie Samen. Um das zu können, müssen Sie wissen, dass es nicht jede Sorte samenfest ist. Was Sie da kaufen, können F1-Hybriden sein. Das ist eine Kreuzung aus 2 Sorten, die besonders widerstandsfähig und ertragreich ist. Aber wenn Sie diese Früchte ausreifen lassen, ist der Samen, den Sie da kriegen, unfruchtbar oder es entstehen nur mickrige Pflänzchen. Also Augen auf, wenn Sie ein Samentütchen kaufen, ob da entsteht F1-Hybride. Das gibt jetzt eine schöne Pflanze, aber das war's dann auch. Das ist genau das, was man Terminator-Saatgut nennt. Das bringt eine Generation Feierabend. Die Saatsorten und
Und die Pflanzensorten, die vermehrungsfähiges Saatgut, also dass die Kindergeneration die gleichen Eigenschaften haben wie die Elterngeneration, das nennt man samenfest. Das heißt, dass wenn Sie Zucchini-Dingen haben und dann lassen Sie eine Frucht dick und fett und groß werden und dann ist die reif und trocken und dann holen Sie diese Samenkörner aus und stecken die in die Erde, haben Sie wieder Zucchini. Das nennt man samenfest. Und darauf müssen Sie achten. Es gibt genügend Anbieter für sowas, also Bingenheimer Saatgut, Demeter, die haben alle samenfestes Gemüse. Das müssen Sie sich zulegen und das müssen Sie auch einlagern, denn das bekommen Sie in der Krise nicht. Da haben Sie dann den Vorteil, wenn Sie sowas haben, das können Sie wieder super eintauschen. Das ist sehr wertvoll zu haben. Natürlich werden diese F1-Hybriden, diese Terminator-Samen ganz absichtlich hergestellt. Ich nenne jetzt nicht die Namen der entsprechenden Firmen, aber die kennen wir alle, damit man immer nachkaufen muss. Das ist aber genau das, was wir in der Krise nicht brauchen können. Man muss sich frühzeitig um samenfestes Saatgut kümmern. Das kann man jahrelang aufheben. Aber das brauchen Sie. Dann, ich habe hier gerade geschrieben, das ist wie bei Maultieren. Das ist eine Mischung aus Pferd und Esel. Das eine ist die Mutter Pferd, das andere der Vater Esel und umgekehrt. Das eine ist Maultier, das andere ist ein Maulesel. Ich weiß aber jetzt nicht genau, welches, was Papi und was Mami sein muss. Aber da ist es auch so, das sind sehr, sehr belastungsfähige, zähe, gesunde, starke Tiere, nur sie kriegen keinen Nachwuchs. Man muss sie immer neu einkreuzen. So, also, es ist auch so, dass die samenfesten Sorten viele Vorteile haben. Nicht nur, dass man sie vermehren kann, sondern sie sind, also hier habe ich mal gesagt, wie man das macht, ne? Wo kriegt man die Samen her? Sie sind meistens alte Sorten, die auf den jeweiligen Standort gut angepasst sind, dem wettergemäß angepasst sind, den Boden vertragen. Und je mehr diese Pflanzen in ihrer Umgebung gesund sind, je robuster diese Sorten sind, umso weniger Gefahr einer Missernte hat man. Man hat weniger Krankheitserreger, die sind nicht so hinfällig. Sie bringen vielleicht nicht ganz so viel wie solche F1-Hybriden, dafür sind sie aber nicht sofort kaputt. Und wenn Sie sich was nicht leisten können in der Krise, ist es Missernte. Wenn Sie die ganze Arbeit da reinhängen und dieses blöde Kraut hängt schlapp runter und tut nichts, dann war die Arbeit umsonst. Das muss man also auch berücksichtigen. Diese wirklich harten, genügsamen Sorten sind eine sicherere Bank als irgendwelche Hochleistungsdinger. Und Sie können das auch wunderbar tauschen untereinander. Man kann seine Erfahrungen austauschen mit anderen, die das auch machen. Wie gesagt, man ist dann auch unabhängig von den Saatgutherstellern. Und je einfacher diese Pflanze wächst, desto weniger gärtnerisches Können müssen Sie sich aneignen, umso einfacher haben Sie Erträge. So, dann nur ganz kurz, wenn Sie sowas suchen, gucken Sie, Achtung, Achtung, es gibt CMS-Saatgut oder CMS-Plätzchen. Das ist jetzt schon richtig Gentechnik, da muss man aufpassen. Das CMS bedeutet zytoplasmatische männliche Sterilität. Also das sind schon genmanipulierte Pflanzen, die sich überhaupt nicht mehr vermehren lassen. Finger weg davon, ist im Übrigen im Bioanbau auch deshalb verboten. Dann rasen wir mal kurz durch. Wie kommt man an frisches Zeug und Vitamine in der Stadt im Winter? Eingelagertes Obst, Kräuter von der Fensterbank, Keimlinge, Wurzelgemüse in Sandkisten. Jetzt sind wir gleich durch. Keimlinge sind super Vitaminbomben. Denn das Korn verändert sich durch einen Stoffwechsel im Keim so immens, dass dieser Keimling die höchste Dichte an Vitaminen, Nährstoffen und Spurenelementen hat, die die Pflanze überhaupt je in ihrem Leben hat. Also besser können Sie sich gar nicht versorgen mit Vitaminen und Spurenelementen als mit Keimlingen. Und sie sind sehr verschieden in ihrer Zusammensetzung. Hallo Andreas! Also Sprossen und Keimlinge sind Gesundheits- und Vitaminbomben und die sind sehr einfach herzustellen. Manche braucht man wirklich nur in Glas zu tun, Wasser drauf, immer wieder mal durchspülen. Das muss man allerdings machen.
wenn man Keimlinge hat, die darf man nicht einfach so lassen. Die bilden meistens so eine schleimige Konsistenz um das Korn rum. Das ist nicht sehr schön. Das fängt sehr schnell an zu schimmeln, wenn Sie das einfach so lassen. Man muss sie also immer wieder, Sie können sie zum Beispiel in Einmachglas tun oder ein Schraubglas, Wasser drauf und dann so jeden Tag, spätestens jeden zweiten Tag, frisches Wasser schütteln, ausgießen, neues rein. Dann haben Sie diese Schimmelgefahr nicht. Aber wenn Sie sich selbst überlassen, keimen die zwar, aber das geschimmelte Zeug sollten Sie nicht essen. Gut, also das hab ich ja jetzt im Prinzip gesagt. Es geht auch sehr schnell. Sie haben es meistens schon nach wenigen Tagen, dass Sie die Keimlinge essen dürfen und können. Das hier ist jetzt die Erklärung, warum diese Keime so nährstoffreich und vitaminreich sind. Dann sind sie eben auch ganz frisch, sie haben keine Pestizid-, Düngemittel oder Pflanzenschutzmittelrückstände. Man kann sie wirklich knallfrisch nehmen und essen. Und wenn Sie was übrig haben und sagen, okay, das will ich jetzt nicht wegschmeißen, können Sie es auch in die Erde pflanzen. Dann buddeln Sie die Dinger eben ein. Es reicht oft schon, einfach ein Tontablett, eine Lage Klopapier oder Zebra oder Stoff, feucht und die Körner drauf, dann fangen die schon an zu keimen und das kann man ganz leicht abernten. So, dann andere Vitaminquelle, Holunder. Holunder wächst an jeder Ecke, wo ein Vogel hinscheißt, wächst ein Holunderbaum. Also das finden Sie überall und diese Holunderbeeren sind unglaublich gut. Ich würde jetzt ganz eine Minute Exkursion. Dieser Holunderstrauch wurde auch früher die Apotheke des kleinen Mannes genannt, weil er so vielseitig in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Das Wort, der Name Frau Holle, ist dieselbe Wurzel wie Holunder. Das ist nämlich die alte Haus- und Fruchtbarkeitsgöttin Holla. Und dieser Geist dieser germanischen Fruchtbarkeits- und Familien- und Gesundheits-Blablabla-Zuständig-Göttin, der Geist sei sozusagen im Holunderbaum. Die Kirche hat deswegen verboten, das ist also ein Hexenbaum gewesen und man hatte früher, in vorchristlicher Zeit, immer aus Holunderholz einen Gegenstand im Haus. Das war dann nachher verboten. Die Holunderblüten sind heilkräftig, die Holunderbeeren sind es, man darf sie nur nicht roh essen. Roh sind sie giftig, schwach giftig, aber giftig. Man kann so tierisch dünnen Schiss davon kriegen. Aber wenn sie gekocht sind, sind sie sehr, sehr vitaminreich, auch sehr intensiv im Geschmack, aber zum Beispiel in Mischung mit Apfel sehr lecker. Das Rindenholz hat heilkräftige Wirkung. Es gibt sehr viele Anwendungen für Holunder, muss ich aber in einem anderen Vortrag machen. Wenn man also Holunder, Apfelmarmelade oder sowas hat, hat man unglaublich viel Vitamin C. Holunderblüten kann man sehr lecker als Pfannkuchen machen, sind sehr gut gegen Erkältung. Es stärkt das Immunsystem und so weiter und so weiter. Was auch unheimlich vitaminreich ist, ist Hagebutte. Sie finden oft in Parks Heckenrosen. Die Heckenrosen-Hagebutten sind sehr gesund, da können Sie eine leckere Marmelade draus machen, da kann man Tee draus machen. Das ist auch etwas, wo Sie können die auch in Zucker einlegen, wenn Sie innen die Härchen rausgemacht haben. Macht man übrigens am besten im Waschbecken unter Wasser, dann haben Sie das Juckpulverproblem nicht. Das ist also auch sehr, sehr, sehr wichtig. Dann kann man Obst einlagern, Äpfel, Quitten, Birnen und so weiter, Nüsse. Wenn man einen kühlen Dachboden, einen Kellerabteil hat oder einen ungeheizten Raum. Man muss die nur so legen, dass die dürfen keine Stoßflecken haben, die dürfen keine Fäulnisstellen haben, sonst sind sie sofort rum. Früchte, die einen Nachtfrost abgekriegt haben, brauchen sie gar nicht erst einzulagern, die sind gleich hin. Da machen sie besser Mousse oder Marmelade draus, die dürfen keinen Frost abgekriegt haben. Sie dürfen einander nicht berühren, sonst schimmeln sie auch sofort und eine faule Frucht steckt die andere an. Wenn man sie lagert, muss man immer den Stiel nach unten bei Äpfeln. Bei Birnen muss man sie halt legen und wenn man mehrere Lagen übereinander lagern muss, dann sollte man Zeitungspapier dazwischen tun. Am besten ist es, immer wieder mal nachzugucken. Je kühler und feuchter der Raum ist, umso länger halten sich diese Früchte. Also trocken und warm schrumpelt alles zusammen und dann schmeckt das auch nicht mehr. So, jetzt sind wir gleich fertig.
Wurzelgemüse wie Kohlrabi, Möhren und so weiter und so weiter kann man sehr, sehr gut einlagern in Sandkisten. Das nennt man sogenannte hat man früher mit Erdmieten gemacht, das kriegen Sie in der Stadt nicht hin. Aber feuchter, kühler Sand ist wunderbar, denn Sie werden nicht immer Strom für den Kühlschrank haben. Und auch da gehen Sie eher kaputt als in der Sandkiste. Sie können das Wurzelgemüse gut bis ins Frühjahr rein in einer feuchtkühlen Sandkiste aufbewahren und es ist immer noch frisch. Das schaffen Sie auch nicht mit dem Kühlschrank. So, das sieht dann etwa so aus. Man nimmt also eine beliebige Kiste. Der Sand darf nicht nass sein und nicht trocken. Also er muss so gerade, dass er pappt. Gerade, dass er so ein bisschen aneinander pappt. So werden Sie eine Sandburg bauen wollen. Diese Konsistenz sollte der Sand haben. Da legt man die rein, überdeckt die mit Sand und lagert die kühl. Schon hält das bis ins Frühjahr, das sieht dann etwa so aus. Da muss natürlich dann noch eine Sandschicht drüber, aber sonst sehen Sie es ja nicht. Am besten hält sich das so und das kann man zum Beispiel auf den Balkon stellen, das kann man in die Garage stellen, das kann man im Keller stellen. Und das war's. Was auch interessant wäre, aber ich bin ja eh schon über der Zeit, ganz furchtbar. Nur ich denke, es sind doch einige Tipps dabei, die helfen würden und die man eigentlich ziemlich unkompliziert umsetzen kann. Also es ist nichts dabei, wo man sagt, oh Gott, da muss ich eine Ausbildung haben, das kostet so und so viel. Ich habe mich extra beschränkt auf Sachen, die wirklich jeder machen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.